Ich kann ja auch Und das was bist du jetzt? bestätigen. Was bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich habe Jesus angenommen. Halleluja. Halleluja. Ganz kurz, Luca. Halleluja, Ganz Bruder. kurz, Luca. Leute, alle ein Herzchen für Luca. Er hat Jesus Danke. Christus angenommen. Ich küsse dein Herz. Luca, wirklich. Danke dir, Alle Bruder. mal in den Chat ein Herzchen, bitte als Respekt für diesen Mann, Luca, dass er Christus erkannt hat. Ich danke dir, Amazing. Bruder. Ich danke euch alle. Ja. Ja, ich habe das vor einem Jahre beim Ex-Muslim Amir angenommen, in seinem Livestream damals. Und seitdem geht es mir wirklich viel, viel, viel besser. Das kann ich ja wohl bestätigen, ne? Das ist die Wahrheit, ne? Durch mir fließt damals dieser Heilige Geist, das habe ich ja auch gespürt. Ne? Und da sage ich von ganzem Herzen, Jesus ist unser Gott. Jesus existiert und er ist ein lebendiger Gott. Als ich noch Muslim war, das kommt mir raus von dem Herz, was Elia jetzt erzählt hat, ne? Dass er Ex-Muslim ist. Und das stimmt wirklich, das stimmt wirklich, 100%. Ich war auch böse und ich habe auch leider damals die Christen gehasst, weil mein Herz war zu und meine Augen waren auch zu. Aber seitdem. Aber es hat ja lange gedauert, bis ich mich verändert habe, ne? Ich hatte auch einen Ich Traum. will das kurz den Rob Christian kurz übersetzen, was du gesagt hast. Rob Christian, so in German, he says, back in the days, he was a Muslim and he always was angry. He was always having that fire to, hate the Christian people. And he said, 1 year ago, he accepted Jesus Christ as his Lord and his Savior. Beautiful, amazing. Amazing. God Thank you, bless you, bro. brother. I'm happy for you. You're out of the Dankeschön. cage of Islam. Thank you, bro. The chains came off, and you already said it. And I think I cannot have said it more beautiful than what you did, because the love of Jesus, the love of Christ, will Yes. always destroy the hate of Islam and Allah, because Richtig. Allah is Satan. Since Jesus is love, he came out of love to save Yes, us. How das can you stimmt. not follow Jesus and not drop Muhammad? Because Muhammad is a Ja. false prophet. Allah is Richtig. Satan. Always the love of God of the Bible will always conquer the Yes. evil of Allah and his hate. Yes, Allah is teaching Muslims to hate us. They always, when they pray, they curse us. They say, La'anat Allah ala al-Yahud wal-Nasara. May the curse of Allah will be on the Jews and the Christians. Why? Because Allah is Satan. He hates the people of the book. Allah hates us with a passion. Why? Yes. Because we follow Ich hatte Jesus. wirklich eine Unruhe, als ich damals, Panikattacke und so, als ich noch Muslim war, als ich den Jesus angenommen habe, alles war weg, plötzlich bin wieder, Ja, ganz kurz, one bin second. gesund. Latifa, also wenn du zu mir sagst, ihr seid zu unzufrieden, ihr Armen, du betest einen Gott, der zwei rechte Hände hat. Your God is a Shao Kahn, he's a Mortal Kombat God. Yeah, your God has two right hands, Brother, so you're you're a God insulting Shao vegan. Kahn, bro. You're insulting Shao Kahn. Come on. Don't Yeah. destroy my childhood. Because Latifa, ich mache das nur ganz klar. Du betest deinen Gott an, der zwei rechte Hände hat, laut Hadithen. Dein Gott hat zwei rechte Hände. You're a pagan. You're officially a pagan. And you pray to Muhammad, so you're a pagan. Yeah, Simple. You're a that's true. pagan. You stay a pagan. So yeah. Rob, sorry. Luca, you guys can speak. I'm sorry. Thank you. What you said, what's the main topic? I don't want to run from the topic because we're not Muslims. We don't like to change the topic. I What's the want main I topic for just want today? Luca. I just want Luca to speak his story, and then we speak about our Lord Jesus Christ. I could let you also speak if you want to, and then we can turn back to Islam. I think that we can entertain the people to show them the proof who Allah is. So, Luca, erzähl bitte deine Geschichte weiter. Wir sind ganz Ohr, wir hören dir zu. Danke, Bruder. Ja, ich hatte eine schwierige Phase. Ne, ich hatte eine Trennung von meiner Frau, also Ex-Frau jetzt. Und ich habe zwei Söhne. Und dann sie hatte meine Kinder weggenommen nach Serbien. Ne, und ich war gebrochen einfach. Ich war kaputt. Ne, ich habe immer noch seit 3 Jahren nicht meine Kinder gesehen. Aber ich bete zu Jesus. Und vor 2 Tagen habe ich eine Nachricht bekommen, Anruf von meiner Ex, dass sie wieder mir die Ganz Kinder kurz, gibt. stopp. Rob, you have to come back. I think someone was something happened. Rob hat eine Meldung bekommen. You got a warning, Rob. You Oh. have to come back.
I don't know what happened. You got a warning. Something happened. Whatsoever. I don't know. Yeah, I think okay. Mass flag. Muslims always flag. That's. Ah, I see. I see. I see. I see. Okay. All right. Okay. So, Luca, du kannst weiterreden. Wir hören dir zu. Und ich habe seit 3 Jahren meine Kinder nicht mehr gesehen. Mein Sohn ist ältere 8 Jahre, der jüngere 7. Ne? Sie ist Muslimin, ne? Und jetzt, ich habe seit 3 Jahren meine Kinder nicht mehr gesehen. Und vor 2 Tagen habe ich bekommen von ihr eine Nachricht, Anruf, dass sie mir wieder meine Söhne zurückgibt und dass ich wieder die Obsorgerechte bekomme. Yeah. Aber das hatte mir Jesus geholfen, glaube ich, 100%. Weil ich habe jeden Tag gebetet für meine Kinder und so. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich wieder mit meinen Kindern, dass ich sie... Luca, weißt du was? Wir werden für dich beten. Elia oder Bruder, frag dich. Wir würden einfach mal bitte kurz ins Gebet gehen für den Bruder Luca. Bitte, einmal. Leute, alle mal ein Herz hin. Wir gehen für den Bruder Luca mal ins Gebet. Wirklich, das müssen wir machen. Wirklich, sowas mache ich sehr, sehr gerne. Elia, frag dich, wer von euch möchte machen? Ich kann das gerne machen. Okay, Bruder. Wir hören zu, wir sind aufmerksam. Vater unser im Himmel, Herr Jesus Christus, in deinem Namen bitte ich, helfe unserem Bruder Luca in seinen Problemen und erlöse ihn von den größten Problemen und Prüfungen in seinem Leben. Herr Jesus Christus, du erhörst deine Kinder, so helfe ihnen auch, denn du sagtest, und bittet um in meinem Namen und so wird es euch gegeben. Du sagtest es, so bestätige es, o Herr Jesus Christus. Hilfe den Bruder und hilfe alle unsere Geschwister im Christentum. Egal wo, egal wann, jeder Mensch ist auf dich hingewiesen, o Herr Jesus Christus. Amen. 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 So soll es sein. Halleluja. Vielen Dank, Bruder. Nicht wahr, mein Vielen Bruder. Dank. Wenn irgendwas ist, Luca, kannst du jederzeit reinkommen. Ja. Du bist herzlich willkommen und ich kläre jeden Tag auf. Komm einfach immer wieder rein zum Zuhören und je nachdem, wie du Zeit hast, um Himmels Willen, das ist dir überlassen, ne, wie du kannst. Und dann bedanke ich mich, dass du deine schöne Geschichte erzählen konntest hier drinnen. Es ist immer gut, dass wir da... Ich habe euch alle lieb. Ja. Ich danke euch. Mach's gut. Wir dich auch. Danke. Luca, dich auch. Luca, bist du aus Sanjak? Ja, genau. Ich bin diese Ursprung. Sanjak, ja, ich bin aus dem Kosovo. Ich bin auch Ex-Moslem. Ich bin... Halleluja. Warte, Rate. Okay. Gott segne dich, Bruder. Amazing. So many Ex-Muslims, guys. Keep studying, guys. Keep studying. All of you will become ex-Muslims. The internet is destroying Islam, man. No more Hur al-Ain anymore. No more Hur al-Ain for you anymore, guys. It's over. It's done. Islam is finished. Islam is over. Bitte Rob Christian. Es geht um dich. Übersetz ihn bitte. Es ist jetzt komisch, weil du über dich dann übersetzt, aber es ist von mir. Flex macht was sehr Gutes. Er sammelt alle Menschen, egal welche Nationalität, sammelt er beisammen. One way, the way of Jesus Christ. Amen, that's what amen, amen. So, amen. we're not gonna split a Catholic, we're not gonna split Evangelism, we're not gonna split the Orthodox, whatsoever. We want to bring the community together to make it a strong Christian community. Because, amen. We're all Christians. As long you are a Trinitarian Christian, you worship the Father, the Son, and the Holy Spirit as one God, three Aqnuma, three Aqanim, as we say it in the Greek and also the Aramaic and Arabic. Aqanim, Aqnuma means the hypostasis. Three persons, one God. You are my brother or sister in Christ, you know? So I don't care what denomination you follow, which church you go, as long you follow what the Bible says. The Bible is very clear. Yeah. And the church fathers, right? The church fathers like Ignatius, Polycarp, these awesome church fathers, the students of the companions, the disciples of Christ, they taught us, they taught the church that Jesus is God. Jesus is the second person of the triune Godhead.
So there's no need for you know, for the fight among us. Please, Christians, we already have to deal with the enemies of God. Islam is an enemy of God. Don't allow division to happen among us. Exactly. Absolutely. So, user 527, hello. How you doing? Well, I just want to say God bless you, brothers. My Deutsch ist nicht so gut, aber ich muss sagen, I just say bless you in German. Again? Can you repeat again? How do you say God bless you in German? Gott segne dich. Gott segne, Gott segne dich. Dich. Gott segne dich, Brüder. Ich liebe euch. Ich hab ihr alle gesehen. Und Gott sei Dank, Gott segne euch. We love you too. Yeah. We love you too, my brother. I love you guys. Rob, watch all your videos. I watch you as well. My German's nice great. To meet you, brother. God bless you. And you, bro. God bless. I watch your stuff as well, Flex. My German's not great, so sometimes I can't understand it. But yeah, no, thank you for all the work you guys are doing. God bless. Of course, of course. This is like a cyber attack. The Islam is done. They can't do anything anymore. Yeah, well, yeah, that's crazy. Yeah. And you know, I mean, the Islam, of course, they try to converge a lot of people to Islam with their fools, with their lies and stuff. But at the end of the day, we know that their books is fools. It's more than even fools. So, do you know, I think most Muslims are better than Islam, because when you ask most Muslims, would you beat your wife? Would you marry a child? I say, no, that's disgusting. Well, then you need to leave that God, because that God tells you that you're allowed to do these things. So. Absolutely. So my brother, thank you for being here. We just want to continue, and the next time I hope you're going to be around and we can speak, you know. And yeah, God bless you my brother. See you. Yeah, so we're going to continue with machen weiter. Sehr sehr viele Ex-Muslime gerade, das ist echt der Wahnsinn, die Wahrheit erkennen. Und, ja, Leute, ich muss offiziell auch noch mal was erwähnen. Ich darf leider ihr Namen nicht erwähnen. Ich darf auch nicht sagen, wer sie ist. Ja, aber eine Afghanin, die wirklich sehr, sehr lange meinen Stream schon anschaut, hat sich auch dann angefangen langsam zu hinterfragen, so, ist dieser Glaube überhaupt die Wahrheit, also der Islam? Und letztendlich hat sie mir so einen riesen Text geschrieben. Ich habe es mir durchgelesen und dann hat sie so viele Sachen hinterfragt bezüglich des Islams. Dann habe ich gesagt, sehr gut, Gott sei Dank hast du es jetzt erkannt. Ja, ganz einfach, ne? Dass die Leute wirklich Tag zu Tag, Stunde zu Stunde, Minute zu Minute, dass sie zur Wahrheit kommen einfach. Ja, weil der Christentum ist die Wahrheit, ganz einfach. Wir müssen nichts hinzufügen. Wir müssen auch nicht versuchen, das Wort Gottes in der Bibel zu verdrehen. Das müssen wir nicht. Wir sprechen und zitieren direkt aus der Bibel. Ja, direkt aus der Bibel. Und das ist äußerst wichtig. An alle, die supporten, vielen, vielen Dank. Ich küsse noch eure Herzen. Patrick, ich küsse dein Herz, Bruder. Und Bruder Luca. Bruder Luca, du eigentlich nicht. Ja, weil wir sind da, um dich zu supporten, Bruder Luca. Das weißt du, ne? Eigentlich sonst gar nichts machen. So, kriegst Ärger von mir. Elia wurde entfernt. Oh, was ist passiert? Was hat Elia gemacht? Elia got flagged. Why? Bro, they are flagging all of us. The Muslims are sitting in the chat. They are acting silently, but they are flagging all of us because they know we are destroying Islam. Our the love of Christ that we are spreading here, the truth, they cannot handle it, so they need to flag. That's what they do. Aha, die Muslime. Weil die Leute kriegen alle eine Sperrung hier. Ja, ja, warte mal, Bruder. Ich krieg auch Meldungen, wenn ich nur ein Herz schicke, steht gegen Richtlinien verstoßen. So kriege ich ganze Zeit schon. Warte mal, Elia wurde gesperrt. Warum wurde Elia gesperrt? Elia got what? He didn't do anything. How is that even possible? Ich habe doch auch nur Herz geschickt und dann wurde ich gegen Richtlinie verstoßen. Kam die Meldung mehrmals schon. Keiner? You know, okay. Flexel, since they are trying to flag us, right? Let me give them a gift. Let me show them what kind of pagans they are. You know what? Let me restart the stream and I need to check who is mod here. Violine, Dona, is Dona da? Dona, just give me 1 second, Rob Christian, bro.
And you have a good audience now. You have more than 200 people watching. Why should you restart, brother? Is that smart? Yeah, you're right. Dona, kannst du mal gucken, wer alles gestummt wurde oder was hier los ist oder wegen die Stichpunkte? Es kann sein, dass bestimmte Wortwahlen eingetragen sind, deswegen können die Leute nicht mehr schreiben. Da müssen wir mal drauf achten oder so vielleicht. Keine Ahnung, hier stimmt irgendwas nicht. Yeah, they are attacking the live stream, brother. Yeah, because something is wrong here. I mean, like, really, what is going on here? We need to adapt, brother. You know, the Bible tells us to be very smart. It's very important to have at least 2 to 3 accounts, at least. I have more than 9 accounts on TikTok. On top of that, never ever bring Muslims up if they don't type in the chat a 1, you know, something like that, because they will often also abuse the glitch in TikTok and they will hijack the live stream. So make sure to, if you want to invite Muslims, ask them first to write a comment in the chat and then bring them, invite them from the comment. Because our sister's coming up, so she can explain. They're flagging the chats here. So jetzt Dona zusammen. Also die Kommentare sind nur ein paar Beleidigungen geblockt, aber normale Wörter nicht. Aber ich glaube, das kommt von TikTok. Das kommt von TikTok? Ja, das war habe ich jetzt schon oft erlebt bei vielen Streams, dass ganz viele Wörter einfach gefiltert werden. Aber die Kommentare. Ja, ich weiß. Aber was mich halt wundert, ist, die Leute kriegen einfach eine Meldung und werden gesperrt, obwohl sie nichts gesagt haben. Oh, das weiß ich nicht, woran das liegt. Aber das liegt, glaube ich, an TikTok, weil ich habe jetzt geguckt, wer bei den welche Wörter gesperrt wurden und es sind nur Beleidigungen, die gesperrt sind. Okay. Sehr komisch, weil Elia hat nichts gesagt, der wurde gesperrt einfach. Okay, ja, keine Ahnung, dann weiß ich nicht, woran das liegt. Ich habe nichts gemacht, nicht nur wurde komplett gesperrt, also mein Live-Zugang, meine Nachrichten, also Direktnachrichten wurden auch gerade gesperrt. Da hat jemand eine fette Meldung rausgebracht an mich. Ich glaube, okay, wir müssen auch drauf auf Kommentare. Hast du Elia? sorry, erzähl. Alles gut. Elia, du hast aber nichts geschrieben oder so, oder? Ich habe gar nichts geschrieben, Bruder. Ich bin gerade am Kochen. Okay. Hast du mal geguckt, wie lange du gesperrt bist? Bis zum 17. März. In 2 Wochen. Was? Keine Ahnung. Ich habe jetzt einen Widerspruch. Nee, einen Widerspruch kann ich nicht einlegen, weil ich darf das erst einlegen, wenn ich entsperrt werde. What? Gesperrt hat, also das ist echt heftig, muss ich sagen. Also er wurde fürs Beten gesperrt. Genau, wahrscheinlich fürs Beten wurde ich gesperrt. Rob Christian, he just prayed and he got banned. Yeah. How? TikTok, man, that's how. TikTok is. Yeah. He just prayed and he got banned. Yeah. I was banned for one week. I didn't even say anything wrong. I got banned for 1 week. I don't know, you know. Oh my God. Yeah. That's crazy. Okay. Yeah, good. Dona, we let Dona speak and then Rob, we're going to continue. Dona, jetzt. Ich habe nur gesagt, man muss halt auch aufpassen in den Kommentaren, wenn da irgendwelche Beleidigungen reingeschrieben werden, dann wird der Stream auch gemeldet. Deswegen müssen wir Let me go down. I will come back also. Let me go down. Because you know, you said I got flagged. I will come back. Are you restarting? Yeah, I will come back. 1 second. Just okay, no problem. It's okay. Ja, also an die christlichen Brüder und Geschwister, passt auf, die attackieren den Stream. Die kommen nicht mehr drauf klar, dass sie auseinandergenommen werden. Deswegen, Leute, beleidigt am besten gar nicht im Stream an die ganzen Brüder und Geschwister, die hier drinne sind. Keiner beleidigt, weil sonst werdet ihr gesperrt. Weil ich glaube, die tun den Stream attackieren. Deswegen, Leute, aufpassen. Wirklich, 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 wirklich aufpassen. Hm. Ne? Okay. Weil die sind wirklich am Attackieren hier drinnen. Die kommen einfach nicht drauf klar. Ja. Muslime. Die kommen nicht mehr drauf klar. Die sind am Ende, Leute. Ja, das ist. Die können nicht mehr. Die kommen nicht drauf klar. Die sind wirklich am. Brother Flexa, since the Muslims are flagging us, right? Brother Flexa. Yeah, they are flagging. And soon it's going to be Ramadan, right? Their pagan month.
the feasting, not fasting, feasting month of Ramadan. Yeah. Feasting, why? Because they eat so much during the month of Ramadan. The sugar disease come up, heart attacks, you know, they eat so much fat, they eat so much. They wake up supposedly to fast. No, it's not fast, it's they a have lot. To also really? Eat dates. Sugar disease is skyrocketing, right? It's like this month is very dangerous for your Islamic bodies. So they gain weight, they get sugar disease, they get heart attacks because all of the sweets and all of the food that they eat. But brother, have you ever asked yourself, where does this word the Ramadan come from? Ramadan, you tell me, my brother. We give you the big screen. Yeah, and please, let me show before you speak about Ramadan, my brother, please show us in Ibn Kathir how Allah looks, please. Please, one more time. Oh, yeah, sure. Leute, laut Ibn Kathir werdet ihr jetzt sehen, wie Allah eigentlich aussieht. Also das sind nicht meine Worte, aber Ibn Kathir sagt das. Jetzt schauen wir uns mal das an. Ich schreibe mir das sogar auf. Hm. Right, ich gehe wieder runter, ja? Okay, Dona, damit du nicht attackiert wirst. Genau, also dann bis gleich, gell? Look guys, if we go to the Quran, if we go to the Quran, specifically chapter 2, ayah 185, to Surah Al-Baqarah, the cow, ayah 185, this is the ayah that talks about Ramadan, right? The month of Ramadan. Look, Ramadan. Yeah. But if you only are dependent on the English, you don't understand what's going on. The word in Arabic is shahr, shahr, Ramadan, right? And again, the word al-shahr is repeated twice in the ayah. But what does shahr mean? Shahr comes from the Aramaic word. And even the Islamic historians, the experts who try to decipher all these words, they admit that it's an Aramaic word. The word shahr, let's see what it means. If we go to the famous historian of them all, his name is Jawad Ali, in his book called Al-Mufassal fi Tarikh al-Arab, Al-Mufassal in the history of the Arabs. So this is a historian and he's a very famous historian in the Arab world. He's basically the kings of all historians, okay? Big also historian. König der Geschichten in den arabischen Büchern. And look how many volumes his book is. Look how 1, 2, 3, all the way to the 11, right? 11 volumes. Big historian in Islam. Okay. On page 481 of volume 6, page 481, 481, genau. Yeah. 481, okay? We scroll up, we find the following information. The word shahr is also, Leute, an es geht Aramaic um Ramadan. Word. One question, one thing. I want to just, you know, explain the people here. Also, das Wort Ramadan erklärt gerade, dass das ein aramäisches Wort ist. Auch im Arabisch übersetzten ist es ein aramäisches Wort. Und das will uns jetzt erklären, was damit gemeint ist. Yeah, and Jawad Ali, in his famous Jawad Ali, he explains that it comes from the Aramaic. Look, Kalima Aramiya, Kalima Aramiya. Also, die Araber haben das Wort geklaut. Das kommt eigentlich von den Aramäischen. So, So it's an Aramaic so, word. So they stole again. Oh my God. Yeah, everything is stolen. And the origin of the word shahr, saharo. Let's stop here. Let's stop here. Did the Muslims not say that that the Quran is the Kalam Allah? Yeah. Okay. So why is Allah stealing the word from the Aramean? There you go, you got the answer. So hey, wait, but look bro, wait, the one, problem one thing, is I need the problem to tell is the word shahr sahro means the moon. So it's the pagan ritual. Ramadan is the pagan ritual for the moon idol worship. Oh. That's what it means. Also, let me say it in German. Also Leute,
Ganz einfach erklärt, Ramadan, das Wort, ja, wurde aus den Aramäischen geklaut. So, also, aber wenn wir jetzt einen Moslem fragen, ist der Koran Kalam Allah, sagen sie alle, yes, Kalam Allah. Also, ist das Wort Kalam Allah? Ja, die sagen alle Kalam Allah. Ja, das ist das Wort von Allah. So, aber jetzt sehen wir hier, dass das Wort aus dem Aramäischen geklaut worden ist. Das heißt also, Allah hat die Worte geklaut aus den Aramäischen und hat es was in den Koran hinzugefügt. Bitteschön, Allah ist der Tief. Darf ich noch was sagen? Bruder, der Beginn von Ramadan wird erst sogar bestätigt, und das ist sogar laut Gelehrten so, wird erst bestätigt, wenn der Mond gesichtet worden ist. Das heißt, der Mond gibt eine Bestätigung für den Start zu Ramadan. Brother, Rob Christian? Yeah. Do you understand? No, sorry. Look, brother. The start of Ramadan, it only depends on the moon. Yeah, it's everything is about the moon idol. Allah is a moon idol. That's why, brother. Yes, it's only it's always about the moon. And Sahru, Shahr comes from Sahru, Aramaic word. And even Jawad Ali, as I showed you, he says it's Kalima Aramiya. And the origin, the word Shahr Ramadan, Shahr comes from the word Al-Qamar, bima'na Al-Qamar. Qamar means the moon. Did you catch it? It means the moon. So the moon of Ramadan is the pagan ritual, the pagan ritual for the moon. So these family of Muhammad, they were doing it before Islam. Even the grandfather of Muhammad used to go and sit during that moon period about Ramadan, during the month of Ramadan. They used to sit in Cave Hira like Muhammad, and they used to fast in Cave Hira because they believed in the arwah, the spirits. Yeah. My brother, we have a big problem. You know why? Yeah. That's why we don't get enough people, because they are flagging you. Let me also restart, you restart, and we come back. Don't worry, we're going to get the same people again. Okay. So don't worry. Okay? Ja. Yeah. Leute, wir müssen den Stream komplett neu starten. Die attackieren den Stream extrem. Er hat gerade wirklich eine... Die attackieren seinen Stream gerade die ganze Zeit. Deswegen kriegen wir die Leute nicht rein. Kann sein, dass die anderen das nicht sehen. Deswegen, Leute, wir restarten. Und bitte an meine ganzen Brüder und Geschwister, die hier drinnen sind, wenn wir nochmal reinkommen, alle ganz wild liken, dass wir auf die 100.000 schnell kommen, Leute. Ne? Wir starten nochmal neu, Leute. Ich küsse eure Herzen, ja? Bis gleich. Alright, Rob, I'm gonna restart, yeah? It's cool. Ramadan, guys, Ramadan itself was always a pagan ritual. Muhammad took it and he put it in Islam too. So everything that Muhammad borrowed is nothing new. Going around the Kaaba 7 times, Ramadan, nothing new, Ashura was nothing new, all of them were pagan practices, even running between the Safa and Marwa, the two hills, everything is borrowed from pagan Arabia. Ramadan is pagan, and look, here is the book of Jawad Ali. Al-Mufassal fi Tariq al-Arab li Jawad Ali. Here is the multi-volume book. If you go to volume 6, this book here in the middle, volume 6, on page 481, we scroll on top, look what it says. The word shahr, because it's very important, shahr. Kalima aramiya, so the word shahr is an Aramaic word. And the origin of the word comes from the Aramaic word sahru, shahr, bima'na al-qamar. It means the moon. So everything is all about the moon worship, the moon idol worship. So let us do a summary. The Quraysh before Islam, the family and the tribe of Muhammad before Islam, they used to go and sit in Cave Hira during the month of Ramadan. So Ramadan was there before Muhammad was born. Remember, the Quraysh used to practice Ramadan. Muhammad took it and said it's Islam. No. And even the word shahri Ramadan, comes from the word qamar, al-qamar, the moon, which is an Aramaic word. 1 plus 1, we have a problem. On top of that, if we go to the history of al-Tabari, Tariq al-Tabari, volume 1,
Volume 1, this is the English translation of the history of al-Tabari. We call it in Arabic, Tariq al-Tabari, Volume 1. Page 303. The Black Stone. Page 303. Okay, we go down. Look what it says. Why the Black Stone became black? Because it used to be white. Right? So look what it says. I said to him, Abu al-Hajjaj, why and how did it turn black? The Black Stone, because it used to be a white, like a white jewel. He replied, menstruating women, so when women used to bleed, they used to rub their private parts against it. They used to touch it with a private bloody part, you know, during the month. They used to rub it against the Black Stone in the pre-Islamic period. The women used to go naked. Let me explain it in German. Also damals die Frauen, also es ist eigentlich widerlich, das echt zu erwähnen. Ihr wisst ja, in der Kaaba tun sie ja den schwarzen Stein küssen. Ja, Nummer eins, ja, sie werfen sich davor nieder. Nummer zwei, sie küssen den schwarzen Stein. So, 1 + 1 ergibt 2. So, they're pagans. Ja, das sind schon mal Götzendiener. Das ist gar keine Frage. Da müssen Bro, the Black Stone. Tell them the Black Stone was very big, but there was a guy called Abu Tahir al-Qurmut. He stole the Black Stone. He was Shia. He stole the Black Stone. He destroyed the Kaaba. And only a couple pebbles are left. Brother, originally, this is the size of the Black Stone. But now, today, it got destroyed. It's only pebbles. Look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiny stones. And they tried to hold it in wax. Do you see it? This is wax. So most Muslims will kiss the wax instead of the black stones, tiny, tiny little pebbles. Astaghfirullah. So these stones, brothers and sisters, used to be covered completely with what? Blood. Completely covered with blood of women during their monthly periods. Also, die Frauen haben damals ihre, ja, ihr wisst schon, ihre wunderschönen Teile da gerieben. Und es wurde mit Blut, ihr wisst ja, umwickelt. Und ja, eigentlich ist es echt widerlich, darüber zu sprechen, weil ich esse gerade. Ja, and here is another book, brother, to make it more clear. Die haben ihre, let me say it quick. Ja. Die haben ihre schönen Teile da gerieben, ihre Tage und ihre Blutungen. Und naja, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das echt alles nicht mehr. Ja. Rob, keep going. Book number two, to prove it, in a book called Al-Milal wa-Nahal, Al-Milal wa-Nahal by Imam al-Sharastani, he explains on page 247 that there was a very strange ritual happening before Islam. And he says, innahu kanu yumarisun, the women used to, during the month of, you know, when they go to Hajj, fil Hajj, taqs gharib, there was a very strange ritual practiced, very strange pagan ritual practice. This is what al-Sharastani explains, and he says, he continues, وَهُوَ الْإِحْتِكَاكِ بِحَجْرِ الْأَسْوَدِ, and it is rubbing with their bloody private parts, the women, wax on, wax off, with their bloody private part against the black stone. So the word Hajj comes from Hak. Hak means rubbing of the private parts. Private parts. Okay. Hajj. Also, sie rieben ihre schönen Teile an den schwarzen Stein. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das war so eine Art Ritual. Ja, ich sag jetzt mal Ritual. Und sie haben ihre schönen Teilchen da gerieben. Also, ich muss ganz ehrlich sein, das ist ekelhaft, weil in der heutigen Zeit sehen wir, dass die Kaaba oder dieser schwarze Stein geküsst wird. Und das ist, Brother, Imagine. So I've always asked my brothers in humanity, my brothers and sisters in humanity, the Muslims, brother Flexa, when you kiss the black stone, does it taste like blood or maybe iron? Because there is iron in blood, right? Does it taste strange, you know, when you kiss it? Does it? I don't know. Wow. Imagine kissing the black stone, knowing what the women before Islam used to do it. They used to do orgies around the Kaaba. They used to do a lot of dingy dingy. It was a nice pagan orgy.
My brother, I asked one of my relatives. Yeah. I asked him what was the meaning, and since I was Muslim, asked him what was the meaning of the kissing the stone, and how it felt, kissing it. And he answered. How does it taste? Is more important. Wait. Because look, brother, look what it says. Ibn Abbas in Sahih Muslim. If you can give me the big screen again, guys. Ibn Abbas in Sahih Muslim, 3028. Okay. Ibn Abbas reported during the pre-Islamic days, women, watch out, women before Islam used to go around the Kaaba doing tawaf. That's what they call it, tawaf around the Kaaba, making circles. Naked. So one plus one. Naked and bloody parts. Weak against the black. Weak. Wicked. Also, Leute, ich erkläre euch. In der Kaaba, in der damaligen Zeit, in der pre-Islamic Zeit, also vor Islam, zirkulierten sie alle da nackt in der Kaaba. Und, das ist schon hart. Und Nummer zwei, sie rieben ihre schönen Teile, an den schwarzen Stein. So, 1 + 1 = 2. So, officially they're pagans. If they this is not pagans. Enough, brother, what did the men do? What did the Bedouin used to go Hajj? When there was Hajj, look, reference, Sunan al-Nasa'i 2805, Sunan Nisa, of course, Sahih. The men used to, when they did dingy-dingy to the women, look, with their, with our? You see it? Islam, brother, this is why I asked where do you have these books? 20 minutes ago, why is intercourse ibadah? Why is it worship? Because very important. Thinking in Islam is Rob, always about... Rob, my brother. I think the truth has a question. Yeah. Yeah. Who give you the books? Who give me the book? Yeah. Where do you have the information from? Sunan al-Nasa'i 2805. Sunan al-Nasa'i. Do you have the book or from internet? I have the book. I have everything. Das ist doch ekelhaft. Kannst du das erklären, the truth? Was sagst du nochmal? Das ist doch unhygienisch und ekelhaft. Kannst du das erklären? Ich kann sagen, dass das nicht stimmt, weil doch, ich kenne es komplett anders, aber deswegen habe ich auch die Referenz gebracht. What does he mean, when not stimmt? He said deswegen, it's not authentic, it's not the truth. Ja, deswegen, just a moment. Deswegen habe ich gefragt, dass ihr mir die Quellen zeigt. Sunnah.com is not stimmt. Sunnah.com is made by lying Muslims. Your brothers and sisters are lying. No, it's not true, because I read hadiths. I read hadiths that are translated wrong. They was translated wrongly, yes. Translated wrong, brothers and sisters. Yes. So let us go to the Arabic. Are you ready to go to the Arabic? Rob Christian, read it on Arabic and I will translate it because I don't so trust. One second, guys. Yeah. The truth. Yeah. Möchtest du die Hadithe auf Arabisch, dann machen wir es jetzt auf Arabisch. Nicht von Sunnah.com, weil ich weiß, dass das dort nicht stimmt. Nein, wir nehmen es aus einer anderen Quelle. Gib uns mal eine Quelle und die nehmen wir. Okay, so kann ich jetzt keine Quelle geben. Man muss das aus den Büchern lesen. Weil im Internet kannst du ja überall irgendwas reinschreiben. Verstehst du? Soll ich ganz ehrlich sein? Sogar ich habe hier ein Buch da und das passt mit der Quelle sogar 1:1 zusammen. Ich hab auch ein Buch zum Beispiel von Abu Dawud, wo jetzt zum Beispiel im Arabischen komplett was anderes steht als im Englischen, und einige Hadithe wurde was dazu geschrieben, verstehst du, was im eigentlichen Hadith nicht vorhanden ist. Und das meine ich. Du weißt deswegen aber schon, dass Sunnah.com das von euren Leuten kommt und nicht von irgendeinem Christen. Nur weil es Sunnah.com heißt, muss es nicht heißen, dass es von unseren Leuten kommt. Verstehst du, was ich meine? Okay, Rob, from where does Sunnah.com come from? Please explain it to him. It's literally from the Kingdom of Saudi Arabia. Darus Salam are the owners. Oh. Darus Salam is the number one, the biggest. Number one, Saudi Arabia. Company. Darus Salam is the Hadith. Darus Salam is the number one publishing company of Islamic books in Saudi Arabia.
in Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia. Here is the hadith. And look, it's Sahih. Yep. And here is the Arabic. And in the Arabic, it says, وَمَذُكِّرُونَ تُقْتَرُ مِنَ الْمَنِيِّ from semen. If we copy this, we copy it. Look, brother, copy. Here, by the way, here it's in the Arabic also. Look, members our, with our male members dripping with semen. Because, and even they are making more clear, because of recent intimacy with our wives. So that's what the Sahaba used to do. When they go do Hajj, they F their wives and the semen, they didn't even wipe the semen. It comes out a little bit funny. Look, and our memoirs are dripping with semen. Here is the Arabic. But you know, because it's Google machine translation, right? It will come out funny, but you get the idea where semen comes from, right? It doesn't come out of your ear. It doesn't come out of your nose. Yeah. So the only thing you Muslims have now today, you'll call your brothers and sisters, you'll call them liars who create all of these websites. Literally everything is on the screen. The hadith is sahih. And the only thing you can say, false translation. But brother, our scholars cannot translate correctly. They are a bunch of liars and deceivers like Allah. Allahu khairul makarin. Allah is the best of deceivers. Allahu khairul makarin, chapter 3, ayah 54. Look, your scholars cannot translate correctly. They are liars. They are lying to you. You are an expert in the Arabic. I don't say I'm an expert in Arabic. Please teach me my own Arabic language, yalla. Teach me my language. I don't say I'm an expert in Arabic. Do you speak Arabic? No, I don't speak Arabic. So why are you calling everybody and everyone liars? If you don't know Arabic, you're a jahil. You're an illiterate like your prophet. Look, I said, you are a jahil, you're an illiterate like your prophet. Don't teach anybody Arabic. Don't talk about false translation if you're a big fat jahil. You are an illiterate. You don't know how to read and write Arabic. Please. If I take Arabic, let me block you for one second on the internet. Keine Sekunde. Rob Christian, I'm gonna say it to German to him, Rob, so that he understands what you said, because I am absolutely giving you 100%, Rob. You are right about what you're saying, because the truth. Guck mal, es geht ja darum, nicht hier irgendjemanden schlecht zu reden oder so. Es geht darum, du hast gesagt, das ist eine falsche Übersetzung. So, jetzt hat Rob dir eine Frage gestellt. Ja, kannst du Arabisch? Und dann hast du gesagt, nein. So, wie kannst du uns dann als Lügner in den Raum darstellen? Du hast uns ja als Lügner dargestellt und hast gesagt, nein, das sind falsche Übersetzungen. So, das ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei, dann hast du gesagt, ach, die Seite ist... Dann habe ich mir im Kopf gedacht, so, ach so, jetzt leugnest du auch noch die Seite. Die Seite ist die bekannteste Seite, ja, aus Saudi-Arabien. Ja, und die lehnst du sogar ab. Bruder, die Sachen, die da drinnen stehen, sind ein Fakt, die kannst du nicht leugnen. Die Sachen stehen da drinnen, das sind sunnitische Quellen aus der Rechtsschule Darussalam, mein Freund. Das kannst du nicht mal ablehnen. Du kannst nicht mal sagen, ah nee, das ist gefälscht. Nein, aber weißt du, was das Problem ist, Flex? Ich verstehe schon, was du meinst. Das Problem ist, warum werden dann die Gelehrten, die die Wahrheit sprechen, Wahrheit sprechen, ja. Warum? Just a moment, Rob. Please, do me a favor. Do me a favor. Don't use the word Wahrheit or truth together with scholars in Islam, because they are a bunch of liars and deceivers. You just call them a bunch of liars and deceivers. So don't put the word Wahrheit on scholars in the same sentence. Let me talk to him, because we are talking about something you don't understand right now. Okay? Yeah, just give it a second, Rob. Give it a second. Schau, ich habe gefragt, wenn das die Wahrheit ist, wenn du sagst, es ist komplett sunnitisch, dies, das, dort, würde ich mit dir übereinstimmen, warum sperren die in Saudi-Arabien die Scheichs in Gefängnisse, wenn sie die Wahrheit sprechen? Wie meinst du das, wenn sie die Scheichs, was? Genau, zum Beispiel ein Scheich sagt die Wahrheit. Ja. Ja, und die werden eingesperrt. Okay, wegen was werden sie aber eingesperrt? Welche Wahrheit? Zum Beispiel bezüglich was? Du musst mir ja Punkte nennen. Bezüglich Kriege, bezüglich Ramadan, bezüglich Fasten, bezüglich Hajj. Das, was gerade Saudi-Arabien macht, das ist komplett verrückt, was die machen. Aha. Verstehst du? Und warum werden sie eingesperrt, wenn das Sunniten sind? Und die sunnitische Quelle haben.
was der Wahrheit entspricht. Sunnat.com ist ja Wahrheit. Bruder, und du steckst drinnen. Nummer eins, guck mal, the truth. Ich will dir heute nur eine Sache sagen. Und ich möchte nur, dass du darüber nachdenkst. Ja? Erstens wurdest du verarscht, dass die Bibel verfälscht ist oder mehrmals umgeschrieben ist. Ich kann dir jetzt schon sagen, das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Sage ich dir jetzt schon mal gleich, wie es ist. Weil ich habe mich damit wirklich die ganze Zeit befasst. Ja, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, das ist schon mal die größte Lüge. Nummer zwei, was du wissen solltest. Dein fünfmal Beten. Du betest deinen Gott, der zwei rechte Hände hat. Und das ist sogar in den Hadithen zu finden. Wenn ich jetzt Rob Christian sage, er soll diesen Hadith aufmachen, der findet diesen Hadith und wir können es zusammen lesen. Du betest einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. So. Inwiefern zwei rechte Hände? Dass dieser Gott, der Allah, zwei rechte Hände hat. Also damals habe ich ja Mortal Kombat gespielt. Ja, Mortal Kombat. Und dieser Endgegner war dieser Goro. Goro hieß der, genau. Mhm. So. Und ich vergleiche Allah mit Goro, weil Goro hatte zwei rechte Hände. Ja, na gut, wir müssen auch ehrlich sein, Goro hatte auch zwei linke Hände. Aber Allah ist einfach ein Shao Kahn geworden. Der hat einfach zwei rechte Hände. Er hat einfach zwei rechte Hände. Da müssen wir ehrlich sein. Es ist in den Hadithen zu finden, du betest jeden Tag ja einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. Also offiziell bist du eigentlich ein Pagan, du bist ein Heide eigentlich. Weil du betest diesen Gott jeden Tag an. Jeden Tag. Das ist nicht mal eine Beleidigung. Ich sag dir ehrlich, das ist keine Beleidigung. Ich greife dich um Himmels Willen, ich greife dich auch nicht an. Ja, aber du betest einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. Jeden Tag. Jeden Tag. But brother, he didn't answer the question, why the Muslims... No, he's understanding now what I'm saying. Yeah. That's why he's quiet. But that's I want to know why, if you go to Hajj or you do Umrah, are you going to go with your penis dripping semen like the Sahaba used to do and go around the Kaaba while you have still semen dripping from your penises like the Sahaba? Please answer the question. TikTok sportlich. It doesn't have to be TikTok sportlich. It doesn't have to be. But if so you're better than the Sahaba. Right? With my wife. So the Sahaba were doing it, and remember, Muhammad called the Sahaba the best generation of Muslims. But if you just had dingy dingy, and you still your penis is dripping, are you going to go do Umrah or Hajj and go around the Kaaba, kiss the black stone, knowing that the women before Islam used to rub their bloody private parts on the black stone? That can be true. I can't believe it. That's well, it's in your books. What do you mean it can be true? No. That's because I ask for references so I can read here it on my own. Here's the reference, you know? Yeah, Habibi. Here's the reference. Go. Look. Well, give me the big screen. Kannst du groß machen? Yeah, sure. Yeah, ich mache ihn. Just wait after, that, I have one question I want to ask him. One question. You see, guys, he did not answer the question about the penis dripping. And he's better than the Sahaba and Muhammad, because the Sahaba and Muhammad were doing it with their penises dripping semen, going around the Kaaba and kiss the black stone. In Tariq al-Tabari, the history of al-Tabari, volume 1 on the screen, page 303, the black stone. Yeah. 303. Okay. The black stone, okay? We go down, look what it says. When someone is asking, why the black stone became black? Because it used to be very white like a jewel and it came supposedly out of paradise. So when they're asking, why did it became black? Abu al-Hajjaj, why and how did it became black? Why did it turn black? He explains menstruating women who are bleeding in their monthly period, women were touching it in the Jahiliyyah. That's why it became black. That's the only reason. Can you put your form a little backwards so I can take sure, no problem. Your wish is my command, brother. Let me hear. Here is the entire page. You can take a screenshot of the entire page. Just a moment. Just a moment. After that, I just want to speak to the truth. After that, I just want to speak to the truth and want to ask him just a very simple question. And then we can continue. Yeah, but brother, I want an answer. He still did not answer. Ask him. What did you ask him? Why do you kiss a black stone knowing that the black stone is covered with blood of women
Women ah, okay. who are rubbing literally their vaginas against the black stone. And why would you not? Why would you not go with your penis dripping semen around the Kaaba? TikTok's the black stone. Maybe I hope one your drop semen will not be on the black stone, brother, because you need to be careful. Yeah, maybe the Sahaba did not. Well, we're not careful, and it was not only covered with the bloody private parts, but also with semen. You know, to make it fertility to make a baby, brother, on the black stone. That's what they were doing. The males were putting their semen. Why are they bleeding, guys? Why do women? Can you please mute yourself, Gatti? Can I finish, please? Why the women and the men are, you know, doing that? Because they are trying to become pregnant. The women, the men used to put their semen on the black stone, and the women used to put the bloody private parts, rubbing it against the black stone, so that they think when they do that, it's a pagan ritual, they think that this black stone will make the women pregnant. Okay, no, that's because they're idol worshippers. Yeah, that's because I asked for references. Where do you have? We so gave you I have the references you now. I have it right now. Sunan an-Nisa'i 2805, Sunan an-Nisa'i 2805, and Tariq History of al-Tabari, Tariq al-Tabari. I gave you the book, Tariq al-Tabari, Volume 1, History of al-Tabari, Volume 1, page 303. Okay, yeah, I will look it up. I looked up everything. I'm sure you're going to answer it. I'm sure you're going to answer it after 10 years, maybe. We'll get an answer from you. No, I just have to make sure if this that is true or not, you know. True or everything not. You say, every time. So if Flex talks about something. Yeah. You see, let me give you a spoiler. You're going to go to your sheikh. No, I don't go someone to someone. His name is Rob Christian, your sheikh. Your sheikh will say, ittaqillah, fear Allah, don't ask questions. Fear Allah, Rob Christian is a kafir. He's lying about Islam. The Sandi Aleph. Their sheikh, he showed me books. Yeah. Even if he shows you books, don't accept it, because these kuffar will lie, always lie. These kuffar, these worshippers of Jesus, they always lie about the Islamic books. That's what your sheikh will say. No, you know what I'm kind of man, so I look it up for myself. You're going to maybe I'm going to sheikh. I can ask him what is his opinion, what he thinks about it. He's going to lie. But after that, I'm searching. I'm looking it up for myself in the internet, in books, and everywhere. You know, I'm not just like okay, he said it. Can I tell you something? I tell you something? I'm gonna give myself a big screen. Rob, just give me a second. Is that okay? Sure, bro. Okay, so here's one thing, the truth. Ich finde das gut, dass du wenigstens zuhörst. Du bist wirklich eine sehr, sehr respektvolle Person. I like it because you are very respectful. But all the information we're giving you here, alle diese Informationen, die wir dir hier geben. Guck mal, Sunan an-Nisa'i. I have the book here, Luke. I have the PDF, PDF. It's here in front of me. Sunan an-Nisa'i too. I just downloaded. Da werden wir auch gleich reingucken. Oh, Rob, I need to remove you. Come back again. Rob wurde wieder gemeldet. Ich habe diese Wörter gesagt, deswegen. Ja, ich weiß. Es geht darum, wir sind nicht hier, um dir zu sagen, hey, jetzt mach, komm. Es geht darum, dass du einfach die Wahrheit erkennst. Deswegen zeigen wir dir diese Dinge, die einfach da drinnen stehen. Ja? Es ist ein sexualisierter Gott, den du da anbetest. Plus, du betest ein. Guck mal, ich stelle dir mal eine Frage und dann stelle ich dir mal eine zweite Frage. Okay? Diesbezüglich. Wenn ich beantworte. Und zwar. Ich debattiere dich gar nicht. Mach dir mal wegen des gar keine Sorgen. Ich debattiere dich nicht. Meine Frage wäre, also in der Kaaba, knien sich die Leute vor der Kaaba nieder, ja oder nein? Das ist nur eine Ja-Nein-Frage. Ist ehrliche Frage auch. Niederknien ja, aber nicht vor Kaaba. Ja, aber knien sie sich in der Richtung der Kaaba, ja oder nein? Du musst richtig fragen. Die Kaaba zeigt nur die Richtung an. In welche Richtung wir gehen müssen. Aber gucken sie alle Richtung Kaaba, ja oder nein? Geblieben. Wie bitte? Du bist kurz stecken geblieben. Nochmal.
Ich stell meine Frage nochmal. Mhm. Beten Sie in der Richtung der Kaaba, ja oder nein? Ja, was? Genau, in die Richtung, wo Kaaba steht, ja. Okay, ja. Nummer eins. Also, wir halten fest, Leute. Sie beten in der Richtung der Kaaba. Okay, Nummer zwei. Küssen Sie den schwarzen Stein, ja oder nein? Ja. Okay, they're pagans. Rob, what is 1+1? 1+1 is 5 in Islam. No, let's be honest. What is 1+1? 2, I think. Last time I checked. Also, 2. Also, pagans, Götzendiener, Heiden, pagans. Okay. They're pagans. Die beten Richtung Kaaba, weil das und, als die Richtung die eingesetzt worden ist für alle. Ja, gleich. Damit sie in die Richtung beten, damit es keine Auseinandersetzungen gibt. Wir wissen alle, wir müssen in die Richtung beten und fertig. Gott hat für uns eine Richtung bestimmt. Und wegen, knien Sie sich vor dieser Kaaba in der Richtung nieder, ja oder nein? Nicht vor die Kaaba. Das ist nur die Richtung. Aber wir alles gut, uns nur alles vor gut. Gott. Aber wenn du, wenn du dich Richtung dich, nieder. Zum Beispiel, wenn du dich zu Hause zu Gott betest und dich niederkniest, kniest du dich Richtung Wand? Betest du gerade die Wand an? Verstehst du, was ich meine? Darum geht es doch gar nicht. Alles ja, gut. Aber du sagst, aber du sagst, du betest die Kaaba an, nur weil wir diese Richtung beten. Das ist aber falsch. Lass mich dir was sagen. Bitte. Wusstest du, dass in deinem Hadith, in einem Hadith, das sogar sahih eingestuft worden ist, dass in der Kaaba innen drin Götzen waren, ja, ne? Früher, ja, genau. Das früher, ne? Aber wusstest du, dass in der Kaaba neben den Götzen zwei Ikonen waren, zwar von einmal von Maria, einmal von Jesus Christus. Und der welche ist das? Es mag sein, ich sage nicht, dass es nicht stimmt. Ich kenne zwar diese Hadith nicht, aber ich sage nicht, dass es nicht stimmt. Ich zeige es dir. Aber ich möchte nur kurz mein Wort zu Ende führen, weil ich war noch nicht fertig, Elia. Du kannst auch gleich reden. Rob, I will let Rob speak as well. Yeah. I just want to ask questions and then all is fine. You guys can go. The truth. Also ich habe dich hier gefragt, Sie knien sich nieder in dieser Richtung, in diese Gebetsrichtung. Es ist eine Art Gebetsrichtung, richtig? Ja oder nein? Genau. Okay, also Sie werfen sich davor nieder, richtig? Ja oder nein? Nicht vor die Kaaba, vor Gott. Nicht vor die Kaaba, aber in der Richtung. In der Richtung, ja. Is God in the Kaaba? Is God in the Kaaba? Nein, Gott ist nicht in der Kaaba. Why do you pray towards the Kaaba if the Kaaba is empty? Please again? Why do you pray towards the Kaaba if the Kaaba is empty? It's just a direction. Just so direction. Why do you pray towards that direction? Because of the black stone, right? No, not because of black stone. It's just a direction, so we don't... Why don't you pray towards Jerusalem? What? Why don't you pray towards Jerusalem like your prophet? In the beginning, it was direction Jerusalem. But why did your prophet pray towards Jerusalem? And why is now praying towards Jerusalem? Because it was the first Qibla. Why? Because of the magic, okay, I understand it's the direction of prayer, but why? Give me the reason why your prophet is praying towards the Qibla. Why? Towards Jerusalem? Yeah, or Jerusalem or Kaaba. Why he used to do it in front of towards Jerusalem, and why it's now towards the Kaaba? Why? Because God wants. Because why? Because why? Because God wants. Right? No answer. Mm. Mm. Okay, no, there's no problem. Let me finish that. Know, what bro. I wanted. Not one Muslim can answer the question. Why? I know. This is a big problem in the Islam. This is a really big problem. They don't know why they do it. Yeah. Yeah. So the truth. Wir haben viele Probleme da drinne, aber wir haben ein viel viel größeres Problem. Ja. Ich möchte bitte, dass du vielleicht ein Tablet oder so nimmst. Hast du ein Tablet da? Nein, aber warte ganz kurz. Warte mal. Okay. He's very respectful, so I like it. Yeah, he speaks very calm. I have to give it. Very relaxed. He's a cool guy. He's really a cool guy. By the way, brother, I want to show him that when we say something and we show from sunnah.com, if you give me one more, just 1 second, brother, the screen. Okay. So I can show him. I just downloaded. I didn't have the book in PDF yet, but I just, because of him, so I want to thank you, brother, the Warheit. Or the truth. Look, I just downloaded the book for you. Look, English translation, Sunan al-Nasa'i. Look, PDF. You can download it for free. You go to page. So this is volume 3, Sunan al-Nasa'i. The same hadith that you're asking about. You go all the way down. Page. Look how big a big file it is. Very big file. Page 5. Excuse me. Can I also?
Da kann man Screenshot nehmen. Ja. Page 5. Kann jemand kurz Kommentare ausmachen für eine Sekunde? 1, 2, 3 Sekunden oder so? Ist das möglich? Do you see it, brother? It's literally on page 507. Here. Volume 3, 507. Go back a bit. I just make a screenshot. Same hadith. But it's the number system is a little bit different. Here, the same hadith, but the number is 2807 here in this PDF. Mm-hmm. I don't know why, but I think it's because of the publishing company. It's still Darussalam, okay? Look what it says here in the comments. So the scholar explaining, dripping with semen. Meaning is the proper to have. Proper ding, to have. Ding. Oh my God. Close to Hajj. Close to Hajj. Oh. Oh. Do you see it with the the bananas dripping semen? The banana dripping semen. Do you see it? The banana dripping semen. Okay, Kommentare wieder anmachen. Do you see? Even in the book. That is crazy. Ew. Ihr könnt Kommentare wieder anmachen, Leute. Ew. Wow, that's cool. And they say this is a religion of God. They say this is a religion. Und dann sagen diese Leute, das ist die Religion Gottes und die Vollendung. Also das sehen wir hier nicht. Ja. Definitiv nicht. Das ist niemals die Religion Gottes. Schon mal ein Schlag, boom, ins Gesicht eigentlich. The truth, are you here? Because I have really... Okay, so, can you hear me? Kannst du mich hören? The truth, kannst du mich hören? I think this connection is not working. Hörst du mich jetzt? Ja, hörst du mich jetzt? Ja, weil ich wollte den Display geteilt machen halt, aber ist wahrscheinlich dann Mikro aus automatisch. Okay, ich habe nur diese zwei Fragen gestellt und du hast gesagt, gut, sie knien sich in dieser Gebetsrichtung. So, da haben wir Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, sie küssen den Stein, ja oder nein? Das muss ich dich nochmal fragen. The truth. He doesn't answer questions, bro. He can't answer questions. Poor guy. No, he's taking his tablet and his computer. Mm. He wants to... By the way, brother, you need to tell him also. It's very important. And I want you to take a note, brother. Some Muslims in the past, they tried to convince us that if you go to Hajj and it's very crowded, too many people, it's enough to, look at it from. No, it's important. It's a must. M-U-S-T. If you go to Hajj, you have to touch and kiss the black stone. If you go to Hajj and you don't kiss it, you don't touch it, you didn't finish your Hajj. But who said that? Do you want me to show you? Yes, please. I want to make a screenshot again. I want to finish my question, Rob, and then can go. No problem. Then I will give it. I give the big screen to Rob if that's okay. Mm-hmm. Is that okay, Rob? Sure. Okay, so, the truth. Wir haben darüber gesprochen, okay, Nummer 1, diese Gebetsrichtung, Nummer 2, wo ich dich gefragt habe, küssen Sie den schwarzen Stein, hast du ja gesagt, richtig? Ja. Also, 1 plus 1, ja, machen wir die Mathematik, ergibt 2. Also, offiziell Heiden, Götzendiener sind das, offiziell. Nein, warum, aber du erklärst mir nicht, warum sie den schwarzen Stein küssen und was gesagt haben. Ja, ganz einfach, also wenn eine Frau... in der damaligen Zeit mit ihrem schönen Ding den schwarzen Stein gerieben hat, ja, mit ihrer Blutung, dann ist das Götzendienst. Das geht Richtung Götzendienst, weil das hat da nichts mehr mit uns. Ihr bringt immer wieder Hadithe, die zum Beispiel von Schieden erfunden worden sind oder überhaupt gar nicht. Nein, the truth. Wir haben dir doch sunnitische Quellen gegeben. Wo haben wir die Schia-Quellen gegeben? Es gibt schon so oft, wo die sagen, Sahih Bukhari, aber es nicht drinnen steht oder eine Lüge ist. Es gab schon so oft diese Fälle. Das steht drin. Das ist doch, wir haben dir doch gesagt, dass das von der Rechtsschule Saudi-Arabien kommt. Also wie soll das denn Schia-Quelle sein? Ja, nein, Schia? No, we're just talking about Hadith and I said... Guck mal, the truth. Schia. The truth. Ja, okay. The truth. Okay. Guck mal, es ist äußerst wichtig, dass ich dir das sage. Bitte, ich meine das ja nicht böse, bitte, dass du es nicht falsch verstehst. Mhm. Belüge dich nicht selber, weil wir sagen dir gerade die Wahrheit. Ich weiß, du willst deinen Islam verteidigen, aber ich sag dir ganz ehrlich,
da gibt es nichts mehr zu verteidigen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich habe auch eine andere Frage, eine normale Frage. Und ich denke mal, du bist damit vertraut. Ich glaube, jeder kennt diese Frage. Sind wir uns beide einig, dass laut Islam der Heilige Geist Jibril ist? Ja, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bei uns ist der Heilige Geist Jibril, ja. Okay, danke. Ist Jibril ein Geist? Ja, oder? Ja. Okay, also Leute, wir halten fest, Jibril ist Geist und Jibril ist Heiliger Geist. Okay, so. Kannst du mir im Koran bitte einen Vers geben, wo Jibril Heiliger Geist ist, Geist Heiliger Jibril? Kannst du mir das bitte zeigen im Koran? Oh, jetzt kann ich dir so nicht zeigen, ich muss es aufsuchen. Aber okay, kein Problem, lass mir Zeit. Es ist schon öfters in bei Hamdi, die kennst du ja, Hamdi, Liebe zum Hadith. Oh man, Hamdi. Bei denen ist schon öfters gezeigt worden, ich habe es mir nur nicht notiert. The truth, die haben the schon truth, öfters gezeigt, the truth, deswegen the truth, bin ich überzeugt the truth, davon. Ja. The truth. Ja. Bitte, das ist, bring mir bitte den Vers, ich lasse dir so lange Zeit, weil Hamdi und die anderen, die interessieren mich nicht, die haben kein Wissen, die haben keine Ahnung, alles gut. Bring mir den Big Fat Liar, Bro. Genau. Warum sagst du, die haben kein Wissen, Bruder? Die kennen Arabisch besser als ich, also ich kann gar nicht, die kennen Arabisch. He's lying, he's a liar. Ja, aber die lügen sehr viel, deswegen, alles gut. Nein, aber wie kannst du sagen, die lügen, wenn sie dir vorzeigen? The truth, bring mir bitte nur den Heiligen Geist. Heiliger Geist ist Jibril, Jibril ist Heiliger Geist. Bring mir das laut Koran bitte, ganz kurz, bitte. Okay, dann muss ich wahrscheinlich, es wird mich jetzt rauswerfen, weil ich muss halt. You're asking him to show you if Atlantis still exists under the water world. No, he asked about Jibril, is Holy Ghost. It's about Holy Ghost, Jibril in Koran. It's nowhere. Yeah. No, let him search. It's no problem. We'll give him the time. Okay. Give him 10 years. I will give you 10 years to find it. You won't find it. It's no problem. I'll let him. I give him like 2-3 minutes. It's yeah. Okay. Give him about the hadith, bro. Let him look while he's looking. Here is the hadith that it's a very important to if you go to Hajj and you want to go there. Look, here's the hadith, guys. All of you take a screenshot. So give me the big screen, brother. Yes. Look. You asked to okay. Show you. If after, you go to Hajj, after you must three? Kiss it. You must touch it. Yeah. Yeah. Okay. We see it. The quality is wrong, bad, bro. The quality is very. Way a bit. Can you see it? It's not big. No, actually. Maybe you could turn the camera off and then on again. Hadith number 29, Sunan al-Nasa'i, 2946. Why is it not become big? Yeah, okay. So, the truth. Yeah. Bist du da? Ja, ich bin da. Ich wollte gerade wegen. Okay, one second, Rob. The truth. Yeah. Ich gebe dir jetzt schon mal die Information, das wirst du da drinnen nicht finden, dass da drinnen steht, dass der Jibril, der Heilige Geist ist der Geist Jibril. Aber wir beide sind uns ja einig, du hast gesagt, also Leute, die Leute haben auch zugehört, Jibril ist Geist und Jibril ist Heiliger Geist, richtig? Ja. Okay, geh mal bitte in Koran Sure 16, bitte ganz kurz. Oh, warte mal. Mal schauen, ob ich da auf Deutsch habe. Ich habe eine Frage an dich. Ist Jibril ein Engel oder ist er ein Geist? Also du kannst einen Engel auch als Geist bezeichnen. Also. Ja, aber die beiden sind ja getrennt. Deswegen frage ich dich ja, ist der Engel ein Geist oder ist Jibril ein Geist oder Engel? Ja, when Jibril came to Maryam to make her pregnant, was he a Geist or was he physical? Genau, wo Jibril kam, war er. Physical form, ja. Spirit can become physical? Please, again? Spirit can become physical. Kann ein Geist physisch werden? Ja. Wow. Okay, no problem. Geh mal bitte auf 16.2. So, he has the ability. Okay, Sura 16? He has the ability. Sura 16, Vers 2. So. Did you hear it, guys? He has the ability, but they have a problem with Jesus coming in the flesh.
as the word of God. No, we have the problem okay. If the God came in flesh. That's what we have the problem with. The problem is it's okay. With, no, it's okay. The problem is with which you're not understanding. Yeah, it's okay. The truth. Hast du bitte Sure 16 offen? And by the way, Allah himself became a young boy. If you want the proof, I can show it to you. Okay, just a second. One second. Allah is a young boy, and he created Adam in his own image. Adam looks like Allah. Okay. Well, just give me this one. I just want to finish this one quick, Rob. Mein Lieber, dann lies mal bitte 16,2. Ja, er sendet die Engel auf seinem Befehl mit der Offenbarung zu dem von seinen Dienern hernieder. Zu dem er will, wann die Menschen, dass kein Gott da ist. Also, wir sehen hier, dass er zwei sendet. Er sendet einmal den Engel und er sendet einmal den Geist. So, die Frage ist jetzt, die beiden sind jetzt getrennt. Wer ist der Geist und wer ist jetzt der Engel? Warte kurz. Er sendet die Engel auf seinen Befehl mit der Offenbarung zu dem von seinen Dienern hernieder. Dem er will, wann die Menschen das kein Gott außer mir ist, nicht erkennen. Okay, aber wo siehst du, dass das getrennt ist, Bruder? Das verstehe ich gerade nicht. Ganz einfach, weil er sagt, er sendet die Engel mit dem Geist. Es ist getrennt. Die sind nicht zusammen. Wer ist jetzt Geist und wer ist jetzt der Engel? Nein, er sendet die Engel auf seinen Befehl mit der Offenbarung zu dem von seinen Dienern hernieder. Genau, mit der Offenbarung von dem Diener. Genau. Wir reden hier von Engel und Geist. Wer von den beiden ist jetzt Jibril? Aber wo siehst du Geist? Weil du das noch gar nicht vorlesen. Warte, schau. Ich mach kurz Kamera an. Warte kurz. Okay, ist doch kein Problem. Ganz kurz. Ja, mach die an. Was bedeutet Ruh Allah? Was bedeutet Ruh Allah? Was bedeutet ist okay. Ruh Allah. Ruh Allah, was bedeutet das? No answer. Wait a minute. Wie kann ich die Kamera umdrehen? Steht dabei. Du hast einen Button bei dir, da musst du es drehen. Ganz einfach, Ruh Allah bedeutet Geist Allahs. Geist. Ruh bedeutet Geist und steht im Koran. Anafakhna fiha farjaha min ruhana. Sandra, die Truth. Allah blue. The truth is blue. Unbelievable. Okay, wait, I made just like this. Allah blew up the fijaji of Maryam like a balloon. Did you know that? Chapter 66, ayah 12. Allah blows inside the farj of Maryam. I think I know that surah. 66:12. Allah puts his lips on the lips down of Maryam. My brother, is that your legs or is that your hands? Oh, it's your hands. Okay. It's the lips of Allah, brother, on the fijaji of Maryam. I was thinking maybe it's his feet, sorry. I was wondering who has those ET feet, but yeah, all fine. Yeah. But I don't understand why my camera... Warte, ich geh kurz raus, hol mich dann wieder rein, okay? Okay, no problem, okay. I want to know what kind of God puts his lips on the whip, the other lips of the woman. What kind of God does that? Yeah, Satan weird. Or God? And why is he insulting the mother of Jesus? Yeah, that's... We're going to wait till he comes back. As long, I'm going to take another Muslim up. Yeah. Because there is a Muslim that wants to come up. So, here we go. Ja, Mann. Geht doch. Flex, heißt du Flex, Bruder? Ja, ich heiße Flex. Ich habe eine Frage, Bruder. Wer ist dein Gott? Also, an was glaubst du? Wer ist für dich dein Gott? According to also, the Quran, mein Gott ist Jesus Christus. Okay, Jesus. Ja, mein Gott. Gut. Ganz kurz, bitte, ganz kurz. Weil okay, wenn du schon was sagst, Problem. Dann lass mich auf. Kein Problem. Also, mein Gott ist Jesus Christus, der lebendige, wahrhaftige weiß, Gott. Dein weiß, Gott, dein weiß, Gott weiß, hat zwei rechte Gott Hände. Alles, ganz kurz, geh Gott. Mal bitte kurz auf den. Ja, ich will dich geh mal bitte kurz auf den, weil du lässt mich nicht reden. Du kriegst mir immer wieder rein. Geh mal bitte auf den. Changing the topic like stumm, always. Bitte. Geh mal bitte auf stumm. Okay, thank you. Mein Gott ist Jesus Christus, der wahrhaftige, lebendige Gott. Das ist der, den wir anbeten, ja. Dein Gott ist ein Gott, der zwei rechte Hände hat, ja, den du jeden Tag anbeten tust. Den bete ich nicht an. Wir haben auf jeden Fall nicht denselben Gott, weil dein Gott hat zwei rechte Hände und hat einen rechten Schienbein. Sein linker Schienbein, wir wissen nicht, wo es ist,
seine rechten Hände, wir wissen seine linken Hände, wir wissen auch nicht, wo es ist. Brother, this is how Allah looks like, by the way, according to Rasulullah, this is how Allah looks like. No beard. Ich weiß, young boy. Yeah. So, okay. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Lässt du mich auch bitte aussprechen, ja? Weiß dein Gott alles? Okay. Weiß, lügt dein Gott? Let's all go silent and let him speak. Weiß Jesus alles? Rob, you just mute yourself too, my brother. Weiß Jesus alles? Natürlich. Lügt Jesus? Nein. Okay. Er wurde gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er weiß, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel, das weiß nur Gott. Hat er jetzt, weiß er es nicht? Oder did you get it from Ahmadidad.com? Weiß er es nicht oder hat er gelogen? No, no. Let me do it with him, Rob. Abdul, yes, stone pagan stone kisser. Did you find it on Ahmadidad.com or Ibn Farooq, peace be upon him.com? Where did you get this from? Did you read it from the Bible? Be honest. Ask him. Where did you get this question from? Okay, just give me the time, Rob. Because I'm ask gonna, this question, brother, 100 times a day. And we answer 2,000 times a day. I know. I just want everyone to relax. Bro. Let me finish this one very quick, Rob, and then we continue. All fine. So, CR7, Cristiano Ronaldo. Ja, Bruder. Ganz einfach. Ja, das ist das Problem bei euch, dass eure Imame, eure Gelehrten, die lügen euch von unten bis oben an. Ich will auch die Bruder, Imame nicht angreifen. Bruder, nein. Egal, scheiße. Lass mich bitte reden. Ich hab dich auch gefragt. Du antwortest nicht konkret. Ich antworte Frage. Gleich. Geh bitte auf stumm. Okay. Bitte sei nicht anstrengend. Geh auf stumm, bitte, aus Respekt. Das ist das Problem. Ihr stellt Fragen. Das ist Ahmed Dedat und solche PDF-Dateien und auch von, wie heißt der Kerl nochmal, Pia Vogel-Dateien, ja. Leute, ihr müsst das lassen, ihr müsst die Bibel selber lesen. So, ich erkläre es dir jetzt ganz einfach, ja. In Johannes 15,15 sehen wir, dass er was, die Knechtschaft abgelegt hat. Das heißt nicht, dass er die Stunde nicht kannte, er kannte die Stunde. Aber, wenn wir jetzt reingehen, ja, lesen wir. Er sagt selber, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Weil die Stunde ja langsam kam. Er hat selber gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn der Knecht weiß nicht mehr, was sein Herr tut. Ja, so. Er hat seine Knechtschaft abgelegt. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 7, sagt er selber, es ist nicht euer Brot, die Stunde zu kennen. Weil, würdest du die Stunde kennen, wann Gott wieder zurückkehrt, oder was auch immer, ja, dann würden es weitere falsche Propheten kommen. Und deswegen hat er gesagt, es ist nicht euer Brot, die Stunde zu kennen. Ganz einfach. Das ist ganz einfach erklärt. Mehr muss man dazu nicht sagen. Er wusste die Stunde und deswegen habe ich dir die Verse gegeben. Okay, Johannes 15,15, Apostelgeschichte 1,7. Ganz einfach, lies es und dann wirst du es auch verstehen. Das ist ganz easy erklärt. Und als Jesus gebetet hat, wem hat er gebetet? Sich selbst? Aber warum hat er gebetet wie ein Moslem? Warum nicht wie ein Christ? Warum nicht wie ein Christ? Er hat zum Vater gebetet. Ja, und wer ist der Vater? Yahweh. Gott. Yahweh, Gott, ja. Und wer ist Jesus? Auch Gott. Also hast du zwei Götter. Nein, falsch. Doch, sagst du ja gerade selber. Also gut, let me do it, Rob. Don't worry. Let me do it. Gerade selber. Jesus betet zu seinem Vater, aber das ist die, CR7. Ein Gott. Er betet okay, everyone go mute, we're gonna listen to you. Okay, go on, we listen to you. Rede Deutsch, ich kann kein Englisch. Okay, dann rede zu Ende und dann rede ich, weil du redest mir immer rein. Rede ja, zu ich habe dich, hab dich was gefragt, zu welchem Gott hat er gebetet? Du sagst zu dem Vater, aber wie kann er zum sich Vater. Selber anbeten? Wie kann er sich selber anbeten dann? Der wenn Vater, Jesus Gott ist der Vater, und gleichzeitig der Vater. Ja, dann sind das drei Götter, Vater, Geist, Sohn. Abdul, to whom does Allah pray? Who does Allah pray when he prays? Wait, Rob, please. This is please, because he's killing Allah now, right? He's destroying Allah. I know, all fine. Because all when fine. Allah prays, Allah yusalli. Who does Allah yusalli? Vater, Geist, Sohn. Wie viele Personen sind das? Eine, ne? Oder drei? Okay, darf ich reden? Ja, klar. Okay, geh auf stumm. Warte. Ja, kein Problem hier. Also. Erstens, Jesus, wenn du sagst, er hat gebetet wie ein Moslem, wer war zuerst da? Die Christen waren zuerst da. Juden, die Christen, 600 Jahre später kam der Islam.
wenn du schon sowas in den Raum stellst, dann müsstest du sagen, die Muslime beten wie die Christen. Dankeschön, das musst du sagen. Aber nicht, er hat gebetet wie ein Moslem, sondern die Muslime haben gebetet, wenn dann, wie die Christen. Weil das habt ihr von uns kopiert, ja. Sogar in der Orthodoxie, die beten heute noch so, ja. Und gucken nach oben. Wenn du beten tust als Moslem, darfst du nach oben gucken? Nein. Weißt du warum? Weil Mohammed hat selber gesagt, wenn du das tust, dann wirst du blind. Sogar in den Hadithen finden wir das. Du hast dich selber begraben, mein Freund. So, Nummer zwei. Ich stelle dir jetzt mal die Frage. Wenn du betest, darfst du nach oben gucken, ja oder nein? Weil Jesus Christus hat auch seine Hände nach oben und hat zum Vater gebetet. So, und am Kreuz hat er sogar selber gesagt, es ist vollbracht und hat nach oben geguckt. So, darf das ein Moslem beim Beten? Darfst du das? Nein, darf ich nicht. Also, boom, boom, pegen, pegen. Mein Koran. Pegen, okay. You're pegen, okay. Officially aber pegen. Warte. Wurde Jesus gekreuzigt, ja oder nein? Natürlich wurde Jesus gekreuzigt. Another topic. Also ist das ein Buddha. According to the Quran, Jesus was crucified. Let me knock him out again. Yeah. Oh, fine, bro. Chapter 3, Ayah 55 says that Jesus was actually crucified. Stell mal vor, Jesus wurde an einen Stuhl getötet. Sagen wir mal, auf einen Stuhl, wird dann ein Stuhl für euch auch heilig sein wie ein Kreuz heute? Okay, ja, Rob, my brother. What a dumb Muslim. You are stupid. Man. Wird das no, für euch? Don't worry, Rob. Let me take him. It's all fine. CR7. Also, ja. Jetzt reden wir mal über das Kreuz. So. Okay. Erklär uns das mal nochmal mit Jesus, dem Kreuz. Jesus wurde ja gekreuzigt, stimmt's? Also ganz kurz. Ich habe dich kurz gestummt, weil du redest immer wieder rein. So. Stell die Frage bitte sauber. Stell die Frage nochmal und dann kriegst du eine Antwort. Okay? Du kannst Machine Gun Tactic. Machine Gun. I know. It's so fine. I'm gonna give him the knockout. Okay. Stell dir die Frage ganz normal. Wurde okay. Jesus gekreuzigt? Jesus wurde gekreuzigt. According also to the Quran, yes. Also glaubt ihr an ein Kreuz? Also, wir glauben nicht an ein Kreuz. Bitte stumm dich, wenn ich rede, weil du redest mir ständig rein. Du bist respektlos. Ja, du hast keine Ahnung. Deswegen, ihr kreuzt sich doch wie ein Kreuz. Wenn er in einem Stuhl gewesen wäre, würdet ihr einen Stuhl anbeten und kreuzigen? Nein, würdet ihr nicht machen. Also Nummer eins, das müssen wir sagen. Nummer eins, ich wiederhole mich nochmal. Ich habe gemerkt, du bist zu hochmütig. Jetzt bin ich erst warm geworden. Ich bin jetzt richtig warm geworden. Nummer eins, du bist ein Jahil. Das muss man sagen. Du hast keine Ahnung. Wenn ich anfange, dir Fragen zu stellen, glaub mir, der ganze Chat lacht dich aus. Wenn ich anfange, dir Fragen zu stellen, sogar jetzt schon würden die Leute dich auslachen. Ich sag dir ganz ehrlich. Ja, wenn ich anfange, dir Fragen zu stellen, der ganze Chat lacht sich kaputt, glaub mir, weil dann wirst du auch keine Antworten haben. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Nummer zwei, ja, wir beten nicht das Kreuz an, wir beten zum Herrn Jesus Christus, okay? So, Nummer drei, das Kreuz ist ein Symbol. Wir beten nicht das Symbol an, wir beten Jesus Christus an, mein Freund. Du hast keine Ahnung. Fang bloß nicht damit an, weil wenn du mit sowas anfängst, knockst du dich selber aus. Ja? Aber Bruder, wenn du keine Ahnung hast, lies die Bibel bitte selber, mein Freund. Ja? Aber weil du ja so intelligent bist, ja, fangen wir jetzt an, dir mal eine islamische Frage zu stellen. Ja? Und jetzt sind wir mal ganz gespannt, was du für Antworten hast. So. Meine Frage an dich. Wo steht im Koran Kalam Allah? Bitteschön. Jetzt schauen wir mal, wie schlau du bist. Du bist ja sehr schlau. Bitteschön. Wo steht im Koran Kalam Allah? Bitteschön. Ah, der ist rausgegangen. Ah, run. Ja, run. Brother, this is why I don't give these pagans panel, because they can't answer questions. They do machine gun. Der ist rausgegangen. Ich habe ihn nicht gekickt. Er ist rausgegangen. Er ist von alleine rausgegangen. Kalam Allah. Pop, 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 pop. Let me run to the Blackstone. Beep, beep, beep. Running like a bunny. Running like brother, a bunny. Brother, when they say, was Jesus crucified? Well, according to the Quran, Jesus is crucified. Chapter 3, Ayah 55. Right? Chapter 3, Ayah 55. Literally, Allah says, I am causing you to die. What does that mean, Jesus died? Yeah. Inni mutawafika, I am causing you to die.
chapter 3, ayah 55. Surat Ali Umran, ayah 55. We go to the tafsir Ibn Kathir. Also in Sahih al-Bukhari, we see that yeah. Ibn Abbas says it means death. So Allah caused Jesus to die on the cross and he took him to himself outside of creation. So we have the crucifixion confirmed. And we know now, according to the Quran, that Jesus in Islam is together with Allah outside of creation, which makes him God again. Because they say nothing is like Allah. Everybody is lower than Allah. Allah is above, everybody's down. Okay, no problem. Then why is Jesus with Allah? Yeah, that's a good question. That's a very good question, yeah. Of course. Chapter 3, ayah 55 destroyed the lie about the crucifixion, actually. Yeah, absolutely. Inni mutawaffika, also in chapter... also in chapter 5, ayah 117, same. We have Allah and Isa, both of them confirmed his death. Wow, wow. Chapter wow. 5, 117 too. Did you know that? 5, 7, 1, 1, 7, 2? Jesus confirms his death. Look, bro. We go, let me show you. If you go and you choose the correct translation, look, let me show everybody, because when we say something, we have to prove it, unlike these juhala who don't know their Quran. Look. Yeah. Chapter 5, Surah Al-Ma'idah, the table. In Arabic, it means the table. Look. Look. Surah Al-Ma'idah, chapter 5, 117. Jesus talking to Allah. Look what it says. But when thou, meaning you, Allah, caused me to die. Die. Yeah. Die. Who's talking Isa in this ayah? Chapter 5, ayah 117. 5, 117. Why Muslims call Allah a liar? Why they call Isa in Islam a liar? Why they call the Quran a liar? So we have at least two ayahs that confirm his death. If you go to Surah Maryam, chapter 19, and you look at what Yahya says in ayah 15 and compare it with what Jesus says in ayah 33, we see also Jesus saying as a baby, "Bless the day that I was born, the day I die, and then the day I resurrect again." Jesus in three different ayahs, together with Allah, confirm his birth, his death, and his resurrection. This is insane. Very insane. And they call Allah a liar. They call Ibn Abbas a liar. They call Ibn Kathir a liar. What's left? Insane. Bro, did you know that the first three generations of Muslims, the Sahaba, the students of the Sahaba and the students of the Sahaba, all of them believed that Jesus died. I know. So this fabrication is a modern day. It's a modern day. I think you got kicked, my brother. Yeah, I can't see you. Oh, the guy I invited here just hacked. I can't see you. Go out and come back. Someone kicked him. It's a hacker. Das war ein Hacker. Hacken schon eure Streams, hein? Wie bitte? Hacken eure Streams, hein? Ja, ja, die hacken die Streams. Die hacken gerade. Ich merk's. Nee, nicht gesperrt, aber... Können wir dann weitermachen, weil ich habe gerade 9% und bin gerade nicht bei meinem Akku. Okay, ja, das Problem ist, ich warte jetzt... Surah 16, Vers 2, wo du gesagt hast, dass Engel und quasi Geist sind zwei verschiedene. Das machen wir gleich, kleinen Moment. Mhm. Shalom. Shalom, Shalom, Bruder. Wir haben ein Riesenproblem. Jemand, den ich hier reingeholt habe, hat, glaube ich, den Bruder gehackt. Wie? Ja, Rob wurde gehackt, glaube ich. Rob, are you there? Can you hear me? Ja, der Bruder wurde gehackt. Okay, kleinen Moment kurz. Das ist dieser Dicka Diddle BR Hood. Okay, I see, it's you. You little scum. I'm gonna block you. Wir haben hier ein paar Hacker hier. I see, it's a hacker. I see who is it. Ich weiß, wer das war, Leute. Ihr habt den auch direkt gesperrt jetzt.
Nein, nein, er hat ihn nicht geblockt. Kann einer vielleicht mal in der Blockierliste kurz mal reinschauen? In der Blockliste haben wir Modis da. Okay, okay, die Modis sind da. Ja, einfach nur gucken, ob der vielleicht geblockt worden ist aus Versehen, weil ich habe das Gefühl, Juliana, Flexer, mach mich mal Modi. Juliana, ich weiß nicht, wer du bist. Ich kann nicht irgendwelche Leute Modis geben, das geht nicht. So. Ich kann nicht einfach so die Leute Modis geben, das geht so nicht. Ich weiß ja nicht, wer die Leute alle sind. So, hey, Elia, Nathan, Bruder. Ich rufe dich nachher an, Elia, Nathan. So, jetzt holen wir mal den anderen Bruder. So, Faith, ich gebe dir gleich einen kleinen Moment. Ja, ansonsten machen wir kurz weiter, ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, The Truth. Also, bist du da, hörst du mich? Du musst dich entstummen. Sorry. Kannst du mich groß machen, dass man sieht, also was da steht? Ja, ich mach dich groß, alles gut. So. Also der zweite. Oder die Engel auf seinem Befehl mit der Offenbarung zu dem von seinen Dienern hernieder, zu dem er will. Also du sagst, Engel und Geist steht quasi auseinander. Also, die sind okay, lies mal ab 1. Ja. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, der Befehl Allahs kommt, so sucht ihn nicht zu beschleunigen. Gepriesen ist der und erhaben über all das, was sie anbeten. Aha, weiter. Ja. Weiter. Er sendet die Engel auf seinen Befehl mit der Offenbarung. Genau, mit der Offenbarung ist wer damit gemeint? Offenbarung ist eben diese Offenbarungen, was zu den Propheten herabgesandt worden sind. Das ist die Tora, Injil, Sabur, also die Psalmen und Koran. Das sind okay, ich zeig dir was. Hier, guck mal. Das ist eine ganz klare Sache, die ich dir zeigen werde jetzt gleich. Kleinen Moment. Warte, ich hol schnell die Akku, warte kurz. Also ich zeig's dir gleich, Moment. Was ist hier los mit meinem Ding hier? Ey, sag mal, werden jetzt meine Dinger hier auch gehackt oder sowas? Warte mal kurz. Hä, Leute, seht ihr mich nicht mehr? Hört ihr mich, Leute? Ich starte das Stream neu. Ja, warte, nein, alles gut. Hört ihr mich, Leute? Ja. Okay, also, jetzt. The Truth, bist du da? Ja, Ladegerät schon geholt. Okay, The Truth, hörst du mich? Ja. Also, Sure Annal, die Bienen, okay? Mhm. Da bist du ja, oder? Ja, genau. Er sendet die Engel mit dem Geist von seinem Befehl. Mhm. Okay, so. Und du hast ja gesagt, Jibril ist Geist. So. Jetzt haben wir ein Problem. Er sendet die Engel. Ich dachte, Jibril ist ein Engel. Was machen wir jetzt? Wieso steht bei dir Geist und bei mir steht Offenbarungen? Weißt du, warum bei dir das Geist nicht steht? Hm. Ich erkläre es dir gleich. Warte, ich mache mich jetzt kurz groß. Also, der Koran ist korrupt, deswegen. Ich wurde gekickt. Der Kerl ist immer noch hier drin. Ich wurde gekickt. Stell noch mal eine Anfrage, wenn du wieder gekickt wirst, dann ist es derselbe Kerl wahrscheinlich. Stell noch mal eine Anfrage, Bruder. Warte, ich lade dich mal ein. Das ist sehr seltsam. Ich will wissen, wer das ist. Ich habe dir jetzt eine Anfrage geschickt. So. Das passiert heute da und das lassen wir live heute los, Flex. Keine Ahnung.
So, alles gut. The truth. Ja. Also, Ja. woran wir das erkennen, hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich, ja. Okay, woran wir das erkennen, ist einfach nur, der Koran ist einfach korrupt. Die ändern es um so, wie sie wollen. Nein, nein. Die Wörter sind nicht gleich, Geist wird herausgestrichen, alles wird herausgestrichen. Nein, nein, das Ding ist, woher hast du den Koran? Wer hat den Koran übersetzt und so, weißt du, das ist meine Frage. Ist ganz normal ein edler Koran, jeder Koran. Guck mal, Elia, hast du einen Koran da? Dann gucken wir mal bei Elia. Kannst du mir dieser zweite Vers komplett zeigen, was bei dir steht? Zeige ich dir gleich. Elia, kannst du mal bitte deinen Koran rausholen, dann gucken wir bei dir 16,2. Bruder, das Problem ist, ich habe in diesem Account keine 1000 Follower. Ach so. Kann ein Bruder oder eine Schwester kurz hier reinkommen und mir den anderen Koran zeigen? Ich wette, wir werden lauter Fehler finden. Da warte, steht Geist, da steht nicht Geist. Auf andere Sprache einfach. Warte ganz kurz, warte. Schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie viele Updates der Koran hat. Alles gut. Wir holen jetzt mal einen anderen Koran. Schauen wir mal. Brüder und Geschwister, gibt es einer, der den Koran daheim hat gerade? Der soll einfach bitte eine Anfrage schicken. Würde mich echt freuen. Dann schauen wir mal, wie viele Übersetzungen wir haben. So, vielleicht hat der... Ah, hier, haben wir jemanden. Sehr. Servus, mein Lieber, wie geht's dir? Gut, dir? Auch gut. Hast du deinen Koran da, Bruder? Bruder, ich habe mich schon davor Gastanfrage geschickt. Ich habe keinen. Du hast keinen, okay. Ja, was möchtest du sagen? Ich wollte eigentlich fragen, ob du... Ich könnte zwei Fehler, also ein Fehler im Koran und etwas ganz Komisches im Koran zeigen. Ja, ich möchte aber kurz das mit ihm zu Ende machen. Kann ich dann danach? Gerne, dann stell noch mal eine Anfrage, ich hole dich dann hoch. Okay, passt. Okay, ja, okay, super. So, dann gucken wir mal. Martina, ich weiß nicht, wer das ist. Gucken wir mal. Vielleicht hat jemand einen Koran da. Können wir kurz das mal machen. Ich will gucken, wie viele Übersetzungen es gibt. Sam und Cat, du hast keine Ahnung. Geh einfach raus aus der App, du bist ein Jahil. Und wenn du meinst, du hast ein Wissen, Sam und Cat, dann stell eine Anfrage und komm hoch. Ich stell dir eine einzige Frage und du wirst nicht beantworten können. Du hast von deinem Glaube keine Ahnung. Wir klären hier auf. Du bist ein big, 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 big Jahil. Du hast keine Ahnung. Und wenn du Ahnung hast, stell eine Anfrage. Wir lassen dich sogar reden und dann rede ich. Ich gebe dir sogar die Chance. Stell mir sogar drei Fragen, ich stell dir eine, mehr nicht. Ja? You're a big, 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 big Jahil. Du hast keine Ahnung, mein Freund, glaub mir. Big Jahil, big one. So, holen wir mal den Bruder hoch. So, ging nicht. Holen wir mal jemand anders hoch. Bruder, ich höre dich nicht. Hörst du mich? Warte, ich gehe noch mal raus und komm noch mal rein. Okay. Sag mal, Leute, hört ihr mich überhaupt oder hört ihr mich nicht? Oh ja, man hört dich, ja. Okay, komisch. Das ist sehr komisch. Also alle mal Daumen hoch, die mich hören, weil ich habe das Gefühl, wir haben hier ganz viele Dämonen. Das ist das Problem, Leute. Die attackieren die Streams gerade, ne? Okay, hören dich, hören dich, hören dich. Okay, super. Ja, weil, Leute, ich muss extra fragen, weil wir haben so viele Dämonen hier, da müssen wir fragen, ne? So, deswegen müssen wir fragen. Okay, dann gucken wir mal, ob der Bruder jetzt reinkommt. Ich, Bruder. Bruder, geh mal auf koran.de. Da hast du ja verschiedene Korane, wo du extra eingeben kannst, nach den ganzen verschiedenen Übersetzern, wie Ali Ünal, Zimmermann, Frank Bubenheim, Mohammed Assad und so weiter. Links ist alles auf Deutsch und rechts ist alles auf Arabisch. Aber ich will diese Übersetzung. Diese Übersetzung passt genau perfekt. Ja, ja, dann kannst du es ihm nämlich zeigen, dass in den ganzen verschiedenen Übersetzungen so viele Fehler sind. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Kleinen Moment, den müsste ich erstmal so. Hast du gerade vorgelesen, Bruder? Sure 16,2. Okay, gerade Moment, ich schau mal schon. Okay, das wäre nicht schlecht, weil dann könntest du mir ein bisschen hier auch unterstützen, weil ich habe jetzt eine andere Übersetzung hier. Also einmal sehen wir, er sendet die Engel mit dem Geist. So, jetzt gucken wir mal, ob wir eine andere Übersetzung finden.
Okay, stopp. Hier, jetzt. Also, pass auf. Ali Ünal übersetzt es genauso, wie du gesagt hast. Er schickt die Engel herab mit dem Geist. Mhm. Frank Bubenheim auch. Zimmermann übersetzt, er sendet die Engel hernieder mit der Offenbarung. Mhm. Mohammed Assad übersetzt, er lässt die Engel herabsteigen mit seiner göttlichen Eingebung. Mhm. Und Sadr Uddin übersetzt es, er sendet durch seinen Geheiß die Engel mit der Offenbarung. Okay, bei mir ist, wie gesagt, hier steht Offenbarung, das habe ich hier gezeigt. Bei einem mit der Offenbarung. Dann habe ich einen anderen Koran auf Russisch. Da steht schon mit dem Geist und in Klammer steht Offenbarung. Oh, also doch Geist. Genau. Okay, the truth, wir machen gleich mit dir weiter. Ich möchte kurz mit dem Samcat sprechen. Gib mir bitte ganz kurz eine Sekunde. Okay. So. Ich mache kurz wieder mein Hintergrundbild und dann können wir gerne sprechen. Ne? So, bevor wir überhaupt loslegen, muss ich erstmal die Fragen stellen. Sam Cat, eine Hi. Frage. Hi, grüß Gott, bitteschön. Grüß Gott, bist du Moslem? Ja, richtig, oder? Alhamdulillah, ja. Alles klar. Also du hast gesagt, geht in der Schule, geht lernen. Du hörst dich an, als würdest du auf jeden Fall ein bisschen Ahnung haben von dem, was du sprichst, und du hörst dich an, als hättest du wirklich ein gewisses Level, wo du auf jeden Fall sprechen kannst. So, dann gehe ich mal stark davon aus, dass du dich auch mit dem Koran etwas auskennst. Gehe ich mal ganz davon aus. Etwas, das reicht dir schon. Einigermaßen, ja, würde ich sagen. Einigermaßen. Alles klar, jetzt bist du hier oben. Dann nimm mal den Koran, was auch immer, was du da hast, dein Tablet oder so, und zeig mir bitte, wo im Koran Kalam Allah steht. Glaubst du an Kalam Allah? Moment, Sekunde. Was ist Kalam Allah? Das bedeutet sozusagen... Du weißt nicht, was Kalam Allah ist. Ja, die Wissenschaft kann man... Nein, das Wort Gottes, das ist Kalam Allah. Jetzt zeig mir mal bitte, ey, der wusste das nicht, das ist echt sein Ernst. Okay, egal, nicht so schlimm, alles klar. Das Ding ist, du bist jetzt hier drin in meinem Stream gefangen, okay? Weil du hast unten gesagt, wir sollen zur Schule gehen, oder beispielsweise, ich soll zur Schule gehen. Jetzt bringe ich dir den Koran bei. So, kannst du mir im Koran bitte zeigen, wo drin steht, Koran, Kalam Allah? Also erstmal eine Frage, an wem oder was glaubst du? Also ich bin jetzt spontan hier drin. Ich bin Christ. Ich frage dich jetzt, wir bleiben jetzt beim Thema. Kannst du mir im Koran bitte zeigen, glaubst du an Kalam Allah? Ich glaube an Allah, ja. Kalam Allah. Verstehst du, was Kalam ist? Was ist das denn? Bist du Moslem oder bist du Buddhist? Ich bin Christ eigentlich. Nein, du hast vorhin doch gerade gesagt, du bist Moslem. Ich bin Christ, tatsächlich. Du hast vor 2 Minuten gesagt, du bist Moslem. Hä, will der uns verarschen? Ich verarsche jetzt hier niemanden. Du hast vor 2 Minuten gesagt, du bist Moslem. Bro, vor 2 Minuten hast du gesagt, du bist Moslem. Was redest du? Jetzt auf einmal sagst du, du bist Christ eigentlich? Was heißt eigentlich? Bist du Christ? Bist du kein Christ? Bist du Moslem? Was bist du? Ich bin du hast vor zwei Minuten, warte, ich nagel ihn jetzt an einer Sache fest. Du hast vor 2 Minuten gesagt, du bist Moslem. Gehen wir mal davon aus, okay? Okay, stopp. Warte, Faith, geh mal auf stumm. Ich habe jetzt was Spezielles für ihn, ganz kurz. Okay, warte, ich geh stumm. Also, du hast jetzt gesagt, du bist Christ. Sag mal das Vater Unser bitte in der Bibel. Das Vater Unser, das kann jeder auswendig. Sag mal das Vater Unser. Ich glaube, dass Jesus Gott ist. Nein, sag mal das Vater Unser. Und weil Jesus Gott ist, musste der auch Nahrung zu sich nehmen. Warte mal, sag mal bitte das Vater Unser. Oder? Oder wie war das? Sag mal das Vater Unser. Also ich habe eine Frage an dich. Sag mal das Vater Unser. Muss Gott Nahrung sag zu mal, sich das, nehmen? Sag mal das Vater Unser. Braucht Gott Nahrung? Sag mal das Vater Unser, weil du bist ein Jahil. Ich stell dich bloß vor 300 Leuten. Du hast keine Ahnung. Okay, sag mal bitte das Vater Unser. Nur diese Frage und dann können wir weiterreden.
Nein, nein, ich stelle dir die Fragen gerade. Sag mal das Vaterunser. Ich sag dir alles, was du wissen willst, wenn du mir... Ja, ja, genau, wenn du meine Fragen beantwortet hast. Sag mal das Vaterunser. Alles klar, gut, dann hat's das schon erledigt. Flex, Bro, nicht, dass das der Hacker ist. Pass auf, gell? Ich bin kein Hacker, ich habe keine Ahnung. Alles gut, alles gut. Also, ich kick ihn kurz raus. Also, Nummer 1, Takia ist erlaubt im Islam. Sure 3, Vers 28, ja? Das hat er gerade gemacht. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, Alhamdulillah, ich bin Moslem. So, als ich angefangen habe, ihm die Fragen zu stellen, hat er gesagt, ich bin Christ. Ich bin eigentlich Christ. So, danach, nach 2-3 Minuten später, habe ich ihn gefragt, so, ja, bist du jetzt Buddhist oder bist du Moslem? Ja, eigentlich bin ich Christ. Eigentlich bin ich Christ. Vielleicht einfach verarschen, weißt du, oder gibt's auch genug deswegen. Also all diese Sachen, die landen direkt in YouTube, mein Freund. Das geht alles in YouTube rein. Das Ganze in YouTube später anschauen. Ich Pagan. So erbärmlich, ganz ehrlich. Hey, das ist... der hat seine... Leute, der hat seine eigene... Der hat seine eigene Religion verkauft. Ey, das ist der Wahnsinn. So erbärmlich, ganz ehrlich. So erbärmlich. Egal, vielleicht, genau, da steht, dass Allah seine Engel mit dem Geist sendet. Ja. Und im Klammer steht Offenbarung. Dann habe ich noch genau. Eins. Da steht auch. Die Frage wäre jetzt zum Beispiel, Bruder, wer ist der Engel und wer ist der Geist jetzt? Weil Jibril ist eigentlich ein Engel. Genau, ja, da muss man nachschauen, warum der Geist als Offenbarung hier gekennzeichnet wird, weil im Russischen wird als Offenbarung gekennzeichnet. Genau, das habe ich dir ja gesagt. Guck mal, the truth, ganz kurz. Deswegen habe ich dich gefragt. Wir haben ja, ich habe dich ja extra gefragt, ja. Mhm. Ist Jibril Geist? Hast du Anfang an gesagt, ja. So, ja. Wer sind dann, denn ist Jibril kein Engel oder wie? Also ist Jibril der Geist, oder wie? Nein, nein. Weißt du, wie das ist? Zum Beispiel ein Gesandter. Ja. Er kann ein Engel sein. Er kann ein Prophet sein. Nein, nein, die sind gesplittet. Wir sprechen hier gerade von Engel und der Geist. Die sind nicht zusammen. Das ist ein Split. Sie sind nicht zusammen. Also ja, wer ist Geist gesagt, und wer ist... Da muss man nachschauen. Wie gesagt, da muss man nachschauen. Weil wir glauben, dass Bruder, der Jibril der Heilige Geist ist. Da muss man nachschauen, warum... Warum der Geist hier als Offenbarung gekennzeichnet wird. Das muss man nachschauen, genau. Das muss ich nachschauen für mich. Bruder, ich kann dir jetzt schon sagen, nimm Jesus Christus an. Du betest jeden Tag einen Gott mit zwei rechten Händen an. Ich meine das ernst. Ist nicht böse. Es gibt ja viele Sachen. Es gibt viele Sachen. Bist du russisch oder was für ein Landsmann bist du? Ich bin aus Russland, ja, aus Dagestan. Du bist aus Russland. Genau. Bruder, verlass die Religion so schnell du noch kannst. Komm zu Jesus Christus. Nein, nein, die Sache ist, ich weiß, dass die Religion die Wahrheit ist. Warum ich euch heute nach Quellen gefragt habe, in dem, was ihr gesagt habt, um. Bruder, wir haben dir so viele Quellen gegeben. Ich ja, glaube, ja, klar, klar. Ich sag ja, deswegen frage ich, um für mich zu überprüfen, dass ich selber dann diese Quellen aufsuche und schaue, ob das wahr ist oder nicht. Weil es sind öfters Sätze gefallen oder Quellen gezeigt worden sind, die einfach nichts mit dem Islam zu tun haben und so weiter. Deswegen suche ich... Doch, das hat mit dem Islam zu tun. Das gehört zum Islam. Sunnitische Quellen. Weil du als Christ mich überzeugen möchtest, dass Christum richtig ist. Das verstehe ich. Aber ich für mich muss das aufsuchen und ich für mich muss wissen, ist das jetzt wahr oder ist das falsch? Mhm. Zum Beispiel, es wurde ein Hadith erwähnt. Weißt du sicher, vielleicht weißt du, ob das, du das erwähnt hast oder nicht. Auf jeden Fall da irgendwas mit dem Augen und Anus und Faden, irgendwas, das der Prophet gesagt hat. Kennst du vielleicht? Ja. Das ist alles echt. Das ist genau, nicht fake. Als ich diese Hadith übersetzt habe, stand es nichts mit dem Anus. Überhaupt nichts, obwohl es so übersetzt ist. Anus ist auf jeden Fall das genau gemeint. Auf Englisch. Aber es steht nicht im Arabischen drinnen. Es steht nur, wer Augen zugemacht hat, also geschlafen. Ja, das mit dem Ellen. Er war mit den ganzen Ellen in seinen ANUS drinnen. Mit seinen ganzen 70 langen Ellen da drinnen. Wer? Warte, welcher meinst du? Du meinst wahrscheinlich die Sure. Oh Gott, das ist eine schreckliche Sure. Ein Hadith. Ein Hadith? Mhm. Ja, darüber, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Hadith das war, aber wenn ich es finde, können wir gerne darüber sprechen. Okay. Na, es ist auf jeden Fall Sunan Abu Dawud 203.
Und okay. Auf arabisch der Tod wenn ich dir heute Handlung. Zeige, wenn ich dir heute zeige, dass du einen Gott anbeten tust, der zwei rechte Hände hat, was machen wir dann? Ich weiß, dass er zwei rechte Hände hat. Das verleugne ich auch nicht. Okay, aber warum betest du dann einen Gott, der zwei rechte Hände hat? Bei euch hat Gott auch Hände. Ja, aber unser Gott hat keine zwei rechte Hände und hat aber ein Schienbein und hat ein amputiertes linkes Schienbein. Na, warte, aber woher kennst du das? Steht in deiner Bibel, dass er eine linke und eine rechte Hand hat? Ja. Nein, aber wir sehen ganz genau, dass unser Gott ein wahrhaftiger, lebendiger Gott ist. Na, warte, wer hat jetzt ja gesagt? Geh auf Matthäus 2,2. Ich habe Bibel nicht bei mir, Bruder. So. Also, du betest einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. Also, du glaubst an einen Götzen. You're pagan. Nein, warum? Warum? Wieso denkst du, dass Gott keine Hände haben kann? Es muss ja, aber dein Hände Gott sein. Hat zwei rechte Hände. Okay, in welchem Sinne ist rechte Hände gemeint? Entweder zwei okay, rechte Hände. Okay, ich zeig dir, was damit gemeint ist. Ich zeig's dir. Warte. Ich zeig dir, was ein Gott mit zwei rechte Hände ist. Warte. Gib mir eine Sekunde. Ich zeig dir, wie dieser Gott aussieht mit zwei rechte Hände. Ja. Gleich finden wir was. Ich habe was sehr, sehr Schönes. So. Here is the reference to prove Allah has no left side. He has two right hands. Ich zeig dir, was zwei rechte Hände sind. Gib mir eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Solange kann Faith mit dir reden, bin gleich wieder da. Faith, bist du da? Ja, ich bin da, Bruder. Ich bin da. Du kannst mit mir reden, solange ich mache das hier kurz fertig. Ja, kein Problem. Ganz kurz, fragen oder was ich will. Ganz kurz, Knockout 43 in den Kommentaren. Du schreibst, was machst du, wenn du die Quelle überprüfst und Flex recht hat, dann gebe ich ihm recht, dann sage ich, du hast recht. Verleugnen, wenn er recht hat. Allah. Also, jetzt machen wir mal Handy kurz umdrehen. Ne? Und dann zeigen wir mal, wie Allah wirklich aussieht. Ne? Aber das ist nicht meine Quelle. Ich zeige dir einfach nur das, was ich hier sehe. Okay, ich mache mich kurz groß. Okay, ich mache Also, Leute, er hat bestätigt, er weiß, dass Allah zwei rechte Hände hat. Okay? Das ist kein Problem. Also, sind wir uns beide einig, the truth? Allah hat zwei rechte Hände, richtig? Genau, aber ich frage dich, in welchem Sinne? Was meinst du damit? Ja, das werden wir gleich sehen. Zwei rechte Hände sind zwei rechte Hände. Ne? Das kann man nicht umändern, dass es was anderes ist. Ne? Allah hat zwei rechte Hände. Das wissen wir jetzt. Ne? Da halten wir jetzt mal ganz dolle fest. So musst du es dir vorstellen. Two right hands und ein Schienbein. Worship me. Pagan. Jetzt frage ich dich. The truth. Eine Sekunde. Okay. Die Leute, die in der Kaaba sind, küssen sie den schwarzen Stein, ja oder nein? Die küssen den schwarzen Stein, ja. Okay. Hat Allah zwei rechte Hände, ja oder nein? Zwei rechte Hände, aber nicht so wie hier gezeigt. Okay, also Allah hat zwei rechte Hände, sie küssen den schwarzen Stein. Officially, Islam are pagans. Pagan. Na, schau, du sagst irgendwas und gibst keine Erklärung dazu. Wie ja, natürlich. Du irgendwas erstens, Nummer eins, ihr küsst schwarze Steine. Ja, okay, das sind Kieselsteine. Warum küsst man den schwarzen Stein? Warum? Ja, okay, jetzt frage ich dich, für was küsst du den schwarzen Stein? Vergib dir dieser schwarze Stein Sünden. Weil das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Lüge. Okay. Er wird kommen mit Mund und Auge und er wird für dich reden am letzten Tag. Deswegen küsst ihr den. Weil er wird für dich reden. Er wird für dich intercede for you. The black stone. Whoever touches it with sincerity. Das ist der Hadith. Okay, und? Also, was meinst du damit? In deinem Gebet, guck mal, the truth. Ich mach's dir noch viel, viel einfacher. Ja. Wenn du beten tust, ja, sag mal, kannst du das auf Arabisch? Ja, das ist Surah Al-Fatiha und alles, das ja sagen müssen. Okay, wenn du Dua machst, du machst Dua auf Arabisch, oder? Auf meiner Sprache. Manche Dua auf Arabisch, manche auf meiner Sprache, genau. Dann sag mal, bete mal bitte bis Mohammed. Was?
Bete mal bitte bis auf Mohammed. Wie meinst du bis Mohammed? Bete mal ganz normal, wie du sonst immer betest. Bis Mohammed, bis der Name Mohammed kommt, bitte. Meinst du denn Adhan und so weiter, was man auch sagt? Genau, bete mal so, bis du das Wort Mohammed erwähnst. Allahumma salli ala Mohammed. Allahumma salli ala Mohammed. Aber warte, Bruder, nochmal auf Arabisch, bitte nochmal. Allahumma salli ala Mohammed. Salli al Mohammed, das heißt, ihr betet auf Mohammed. Für Mohammed, ja. Salli, also, bete, ala, tu, zu Mohammed. So, jetzt the truth. Ja, Salama, das heißt, dass man auf ihm Segen und so weiter macht. Nein, ihr betet. Du betest auf ihn. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay, bitte, Moroccan, kannst du bitte das Gebet nochmal sagen? Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Also, ihr betet auf ihm. Wir machen Salawat auf ihn. Okay, ihr betet auf ihn. Warum betet ihr? Gebete. Allahumma mach Salawat auf Muhammad. Allah, zu wem macht Allah Salawat? Zu wem? Also, wir machen zu Muhammad Salawat. Ja, das Segen Allahs auf Muhammad ist. Ja, aber zu wem? Nein. Zu wem? Wir beten zu Allah, dass er sein Segen auf Muhammad gibt. Sein Segen auf Muhammad, genau, richtig, ja, oder falsch? Allah ihm segnet, genau. Okay, warum betet ihr Muhammad an? Wo steht, dass wir Muhammad anbeten? Ja, du erwähnst, hey, der hat es nicht verstanden. Bitte, Moroccan, bitte erklär ihm das nochmal. Du meinst, weil wir sagen, Allahumma salli ala Muhammad. Bruder, der sagt, Allah pray to Muhammad, upon Muhammad, whatever, and the family of Muhammad, Ahl Muhammad, the family. Ja, genau, dass der Frieden und Segen Allahs auf Muhammad ist und seiner Familie. Ja, ja, aber Allah betet zu jemand, damit es passiert. Zu wem? Wo betet er? Genau. Wenn ich sage, möge Allah dich segnen, meine ich damit, dass Allah auf dich betet oder dein Gott auf dich betet? Zu mir. Oder meine ich damit, möge dich segnen? Wie sagt das zu mir? Du willst sagen, Allah barakallah alaik. Not salli Allah alaik. Barakallah. Ja, genau. Aber würde ich warum sagen, warum sagst du nicht Allahumma barik ala Muhammad? Du sagst, ja, aber das bedeutet nichts anderes, als wenn ich dir... Send blessings. Not salli ala Muhammad. Barak ala Muhammad. Also, ihr betet Mohammed an. So, ihr betet erstens, Nummer eins, the truth. Du musst diesen Fehler erkennen. Ja, erstens, ihr betet auf Mohammed. Ja, da müssen wir ehrlich sein. Nummer zwei, Mohammed ist gestorben. Mohammed ist gestorben. Ja. Also, warum erwähnt ihr nicht den Namen Isa? Isa wurde doch emporgehoben. Warum Mohammed? Weil uns es so vorgeschrieben worden ist. Er ist Siegen. Genau. Deswegen. Pagan. Offizielle Pagan. Warum? Pagan Worship ist. Warum haben Leute davor Mose genannt und nicht Jesus? Warum haben Leute davor Abraham genannt und nicht Jesus? Wenn er derjenige ist, der man. Ist Abraham Gott? Na, das ist egal. Sie müssten ja damals. Ist Moses Gott? Nein, du sagst, warum sagen wir Mohammed? Mit Ruth. Und nicht wir Jesus. Wir beten zu den Herrn Jesus Christus. Wir erwähnen kein Moses. Wir erwähnen auch kein Abraham im Gebet. Die Leute wenn die Juden, vor wenn Jesus, die Juden beten, die erwähnen wenn der nicht kommen Jesus. Sollte, müssten sie auch Jesus anbeten, weil das ist dann falsch, die sind falsch gelegen. Weil Jesus ist ja der Gott und der kommt ja. Und egal, ob er später kommt oder früher, die Leute müssen ihm anbeten seit damals. Und die Propheten müssen das so überliefern. Ihr müsst Jesus anbeten. Weil Jesus, wen müssen wir anbeten? Die erwähnen nicht Moses bei ihren Gebeten. Warum erwähnt ihr Mohammed und Abraham? Ihr betet zu Mohammed und zu Abraham. Allahumma salli ala Ibrahim oder Ali Ibrahim. Du betest genau, auf so Ibrahim. So wie weißt du was? Der Segen auf Abraham und seiner Familie war. Ich mache das. Mohammed und seiner Familie sein. Ich mache das sogar noch viel einfacher. Ich mache das noch mal viel einfacher. So, the truth. Ich stelle dir jetzt die Frage. Guck mal, wir haben hier zwei arabisch sprechende Menschen hier. Wir haben einmal den Moroccan und einmal Elia. Die können sehr gut Arabisch. So, jetzt. Ich stelle dir nur eine einzige Frage und danach sind wir fertig. Das ist die einfachste Frage. So, ja. Wenn ich dir jetzt beweise, dass Mohammed und Allah gleich sind, verlässt du dann deine Religion? Wie willst du mir das beweisen? Okay, alles klar. Dann geh mal auf Sure 4. Geh mal auf Sure 4. Warte. Ja. Vers 64.
64, warte mal. Ich beweise es dir heute. Okay. Und wenn du das nicht verstehst, kann ich dir nicht mehr weiterhelfen. Okay, ja. Warte. So, also, in deinem Gebet erwähnst du Mohammed, ja oder nein? Ich erwähne Mohammed, ja, wieso? Dankeschön. Also Leute, alle festhalten. Er hat gesagt, in seinem Gebet erwähnt er Mohammed. Nummer zwei. Lies mir jetzt mal bitte Sure 4, Vers 65 bitte laut vor, dass alle hier zuhören. Jetzt. Vers 64. 64, genau. Und wir hör haben zu, Leute. Jetzt hör zu. Okay. Und wir haben keinen Gesandten geschickt, außer damit ihm gehorcht werde. Und wären sie zu dir gekommen, nachdem sie sich gegen sich selber vergangen hatten, und hätten sie zu Allah um Verzeihung gefleht, und hätte der Gesandte für sie um Verzeihung gebeten, hätten sie gewiss Allah allvergebend, barmherzig gefunden. So, was ist jetzt? Bitteschön. Was, bitteschön? Mohammed stellt sich mit Allah gleich. Wo steht das nochmal? Wo steht das? Wo wird das besagt? Du hast jetzt 64 gelesen? Genau, ja. Jetzt lies noch 65. Okay. Doch nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht eher Gläubige, bis sie dich zum Richter über alles machen. Was zwischen ihnen strittig ist. Stopp. Hallo. Ja, warte, wir müssen den Vers ganz kurz. Ja, wir müssen den Vers zu Ende lesen, dann können wir reden. Bis sie dich zum Richter machen, zwischen ihnen. Warte mal. Bis sie dich zu Richter über alles machen, was zwischen ihnen strittig ist. Bis Mohammed der Richter ist über alles. Bitteschön, bum, bum. Über alles, was zwischen ihnen strittig ist und dann in ihren Herzen keine Bedenken gegen deine Entscheidung finden. Richtig. Und sich voller Ergebung fügen. Das heißt, wenn sie Mohammed als Prophet akzeptieren, Allah um Vergebung bitten und Mohammed für die zu Allah betet, dass Allah die verzeiht, werden sie Allah barmherzig finden. Okay, nochmal. Du hast den Text nicht verstanden. Ich lese es dir mal vor. Ich habe es verstanden. Nein, hast du. Okay, du ich lese nur, weil Mohammed jetzt als Richter sein sollte, weil sie ihn als Richter nehmen Mohammed, würde. Mohammed, guck mal, ich erkläre es dir nochmal. Okay. Ich erkläre es dir nochmal. Du erklärst Koran. Okay. Und wir haben, du musst kurz auf Stumm gehen, weil sonst werde ich immer unterbrochen. Also, und wir haben keinen Gesandten, ohne dass ihm mit Allahs Erlaubnis gehorcht werde. Und wenn sie, wo sie sich selbst Unrecht zugefügt haben, zu dir kämen und dann Allah um Vergebung beten und der Gesandte. Nochmal, ich lese dir diesen Vers. Alle zwei, die oben sind, können nochmal lesen. Nochmal, lass mich reden. So, und wir haben keinen Gesandten gesandt. Okay, ohne dass ihm mit Allahs Erlaubnis gehorcht werde. Und wenn sie, wo sie sich selbst Unrecht zugefügt haben, zu dir kämen, jetzt, und dann Allah um Vergebung beten und der Gesandte für sie um Vergebung bete. Ja. Für sie, der Gesandte für sie. Er stellt sich mit Allah gleich. Kann ich Gott für dich um Vergebung beten? Ob das Jesus, Allah oder sonst jemand. Kann Gott dich um Vergebung bitten? Warte, erklär mir mal. Geh mal bitte ganz kurz auf Stumm. Bitte, nochmal kurz auf Stumm. Weil du irritierst gerade die Menschen. Kann ich... Geh mal nur ganz kurz auf Stumm, damit wir dir das mal erklären können, bitte. Guck mal. Also, und der Gesandte für sie um Vergebung bete, würden sie wahrlich Allahs Reue annehmen und barmherzig finden. Jetzt kommt 65, ja, das ist der schlimmste Vers. Aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen. Bis sie über dich das richten lassen. Ah, das ist schrecklich. Also, Mohammed darf richten. Moment, ich bin noch nicht fertig. Okay. Lass mich reden, ganz kurz. Mohammed darf richten. So, was zwischen ihnen umstritten ist, Mohammed darf richten. So, und hierauf sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast. Durch das, was du entschieden hast. Durch das, was du entschieden hast. Also, Allah macht sich gleich mit Mohammed. Oder Mohammed macht sich gleich mit Allah. Das ist ein klarer Vers. Komplett falsch. Nach was richtet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam? Er richtet nach Gesetz Allahs.
So, dann richtet er nur mit Allahs Erlaubnis, mit seinem Gesetz und fertig. Er richtet nicht von selbst, sondern okay. Gesetz. Kann ich zeigen, was ein Scheinheiliger Mohammed ist? Ich lass mal den Bruder Marokkan vielleicht mal sprechen. Er weiß es sogar genau, dass ich recht habe, was ich okay, da sage. Bruder, ich zu Ende, eine Sekunde, dann kann er reden. Das heißt, wenn er irgendwas entscheidet, entscheidet er nur von Erlaubnis Allahs. Das heißt, wenn zum Beispiel du jetzt ungläubig warst und dann Mohammed steht aber nicht so drin. Warte, ich erkläre dir. Wenn du jetzt ungläubig bist und dann akzeptierst du Mohammed, und gehst zu ihm und sagt, ich bitte Allah um Verzeihung. Ja, und bitte, richtig. warte. Bitte für mich Allah um Verzeihung. Er bittet. Danke. Und dann nimmst du ihn als Richter dafür, wo du dir uneinig warst in irgendwelche Sachen. Und er sagt dir, das ist so und so und so. Und du akzeptierst das. Jetzt korrigiere ich dich. Ja? Das ist deine Interpretation. Du bist ja nicht Allah. Mhm. Allah hat aber hier was anderes Islam. Gesagt. Das ist Islam, das ist Tawhid. Anders gibt's nicht. Nochmal. Bruder, du bist in der falschen Lehre. Wir wollen dir nur zeigen, was da drin steht. Das ist deine Interpretation. Allah sagt aber hier was anderes. Du interpretierst es gerade so, wie du es hören möchtest. Aber ja, Allah interpretiert dich, Bruder, das hier. Frage ich dich, Flex. Ganz kurz bitte. Okay. Allah interpretiert es aber hier ganz anders. Allah spricht seine Worte hier anders, wie du das genau sagst. Weil du sagst das, wie es dir gerade passt, aber du musst gucken, was hier steht. Astaghfirullah. Nein. Möge Allah mich davor bewahren. Okay, dann lass mir Marokkan kurz reden. Okay, Marokkan will was sagen. Wir lassen mal den Marokkan sprechen. Genau, ich will einfach den Leuten zeigen, was ein Scheinheiliger der Mohammed ist, wenn es darum ging, um den Heiraten von Aisha. Horst, kannst du bitte mir Fullscreen geben? Oder das mit Aisha weiß ich schon. Es geht ja gerade nur um das diesen ist, Text. Deswegen, weil ich will zeigen, dass Mohammed nach seiner eigenen Lust, nicht mit Aisha. Ja, aber Bruder, wir wollen nicht vom Thema abkommen. Wenn möglich, kannst du auf diesen Vers eingehen, auf Arabisch, wenn du möchtest. Was war der Vers nochmal? Weil ich war kurz. Das war Sure 4, Vers 65, genau. Ich wollte nur die Quellen, aber es ist gerade geht weiter und weiter. Flakes? Ja, mein Lieber. Sind die Richter heute, die Richten, sind die auch Götter oder Gott gleich? Nochmal, stell die Frage nochmal. Sind die Richter, die heute richten im Gericht und die Menschen müssen vor denen stehen, sind die Götter, weil die richten? Warum sollen die Götter sein? Was hat ein Mensch mit Gott zu tun? Okay, was hat Mohammed mit Gott zu tun? Beispielsweise, hat dieser Mensch eine Göttlichkeit? Hat Mohammed eine Göttlichkeit? Hat er nicht. Hat er nicht, genau, er ist ein Mensch. Aber er kann richtig, richten, aber er richtet richten, trotzdem laut diesem Vers. Er darf richten. Okay, der Richter kann auch richten. Er richtet ja auch. Aber ist er jetzt? Ja, aber was hat das jetzt mit was hat das jetzt mit dem zu tun? Was hat jetzt ein Richter mit Mohammed zu tun gerade? Ja, weil du sagst, Mohammed dürfte richten, deswegen ist er Gott gleichgestellt laut Islam. Ja. Ja, die Frage ist, darf Mohammed richten? Ja. Ja. Er stellt sich mit Allah gleich. Anscheinend Allah hat erlaubt, diesem Richter auch zu richten, weil er ihm diese Position gegeben hat. Weil nichts passiert und Allah also, erlaubt. Also Gott hat den Richter im Gerichtshof die Erlaubnis gegeben zu richten, oder wie? Okay, wenn Gott dein Gott. Was redest du da? Warte. Wenn Gott dein Gott irgendwas du nicht hast möchte. Hirngespinst. Warte ganz kurz, Flex, lass mich mal ausreden, bitte. Wenn Gott was nicht möchte, dein Gott jetzt, sag du glaubst nicht an Allah, für dich ist Jesus Gott. Und dein Gott will nicht, dass dieser Mensch gerade Richter wird. Wird das passieren oder nicht? Also, du vergleichst eine menschliche Ordnung mit einer göttlichen Ordnung. Nein. Ich frage dich. Passiert nein, irgendwas? Nein, das ist eine Idee. Guck mal, the truth. Nochmal, passiert irgendwas ohne Gottes Erlaubnis? Hallo, ganz kurz. Du vergleichst eine göttliche Ordnung mit einer menschlichen Ordnung. Nein, du rennst von Antwort weg gerade. Du rennst gerade von Antwort weg. Es geht darum, dass Mohammed richten darf in diesem Vers. Ja. Darf er nicht. Moses, ganz kurz bitte. Moses durfte auch nicht richten. Warum hat er dann gerichtet? Lass mich reden.
Moses durfte niemanden richten und er hat auch niemanden gerichtet. Der Einzige, der richten kann, ist Gott. Bist du dir sicher, Flex, dass er nicht gerichtet hat? Sag mal, bist du dir 100% sicher, dass Moses nicht gerichtet hat? Und wenn Moses gerichtet hat, dann wurde er schon gerichtet. Jetzt auf einmal. Ist Moses ja, aber er hat diese... Hör mal, du hast es nicht verstanden. Es geht darum... Nein, Flex, du rennst rundherum. Geh mal bitte kurz auf stumm und lass mich dir das erklären. Wallahi, Allah sieht das und Gott sieht das. Geh mal auf stumm, du hast es nicht verstanden. Du rennst die ganze Zeit rundherum. Du kannst die Frage nicht beantworten. Wenn du sagst, Mohammed ist Gott gleichgestellt, weil er richten dürfte. Moses hat auch gerichtet. Ich sage dir, Wallahi... Nein, er hat die Botschaft überbracht. Er hat nicht gerichtet. Er hat gerichtet. Nein, hat er nicht. Doch, es steht in der Bibel, er saß und hat bis morgen oder so, ich muss er den Wasser aussuchen. Nicht gerichtet, hat er hat die gerichtet. Botschaft gebracht. Okay, warte, wenn ich dir zeige. Ich erkläre es dir, weil du hörst mir gar nicht zu, ich mache es jetzt viel einfacher. Moment, weil du hörst mir nicht zu, ich muss okay, kurz. Okay. Nein, ich anders machen, weil du hörst. Also, ich mache das jetzt ganz einfach. Also, jetzt musst du gut zuhören. Erstens, Moses hat nie gerichtet. Er hat die Botschaft von Gott bekommen und hat diese Botschaft weitergegeben. Das ist kein Richten. Deswegen habe ich dich kurz gestummt, damit du mir zuhörst. Ja, dein Koran ist korrupt. Wir haben es dir von Anfang an gezeigt, was für Fehler da drin sind. Aber nicht mal das willst du annehmen. Warum ist dein Herz so stumpf? Warum willst du es nicht akzeptieren, was da drin steht? Die Dinge stehen leider so drin. Die Dinge stehen da drin. Moses hat nie gerichtet, er hat nur die Botschaft überbracht, aber er hat nie gerichtet. Moses hat nie gerichtet. Der Einzige, der gerichtet hat, wenn dann am Ende des Tages, war Gott. Das war Yahweh, aber nicht Moses. Ja? Moses hat nicht gerichtet. Moses hat nicht gerichtet, das müssen wir klarstellen. Ja? Hier sehen wir klipp und klar, dass Mohammed richten darf, laut Allah. Laut Allah darf Mohammed richten. Gott hat uns nicht den Befehl gegeben, zu richten. Wir Menschen dürfen nicht richten. Der Einzige, der richten darf, ist nur Gott. Allah hat aber Mohammed die Befugnis, die Erlaubnis gegeben, über die Menschen zu richten. Das ist der größte Fehler überhaupt. Weil er stellt sich mit Mohammed, also Mohammed stellt sich mit Gott gleich. Das ist der Riesenfehler, der da drin ist. Das wollte ich ansprechen. So, jetzt kannst du reden. Das kannst du nicht verteidigen. Das ist ein Fakt. Steht einfach da drinnen, Mann. Okay, jetzt frage ich dich nochmal. Wenn Mose gerichtet hat, ist er Gott gleich? Er hat nicht gerichtet. Warte. Wenn Mohammed gerichtet hat, ist er Gott gleich? Laut deiner? Natürlich, weil er richtet. Allah hat ihm die Befugnis gegeben. Allah hat ihm ja die Erlaubnis gegeben. Ich habe ihm den Vers gegeben. Ich habe was Interessantes darüber gesprochen. Das heißt, wenn Mose gerichtet hat, ist er auch Gott gleich, weil er gerichtet hat. Weil er hat nicht gerichtet. Er hat Botschaft überbracht, er hat nicht gerichtet. Hat nicht gerichtet. Okay, warte ganz kurz, gib mir mal ein paar Minuten Zeit. Hier steht in Tafsir, Ma'arif al-Quran, über diese Sura. Not accepting the decision of the Prophet is kufr. Wo steht das? Wo steht das? Kannst du ein Groß machen, kurz zeigen, Bruder? Ma'arif al-Quran. Und the authority of the Holy Prophet extends to all times. Okay, zeig mir mal die Quelle, Bruder. Zeig mir die Quelle. Sind Autorität. Okay, zeig mir die Quelle. Ma'arif al-Quran, kannst du mir Bildschirm geben, bitte, Bruder? Kannst du ihm geben? Kannst du ihn groß machen? Das kommt wieder in deiner Fake-Quelle von denen. Aber okay. Fake-Quelle. Not accepting the decision of the Holy Prophet is kufr. Okay, warte. Kannst du zurückgehen? Kannst du zurückgehen, dass ich die Seite sehe und so weiter? Und diese. Das ist eine richtige, die offizielle Seite. Nein, warte. Ich will. Ja. Ma'arif al-Quran. Warte, eine Sekunde, Bruder. Dass ich auch aufschreibe. So. Okay, warte ganz kurz. So, ich mache Screenshot. Ja. Warte mal, lass mich lesen, Bruder, nochmal. Okay. Das ist so schön zu lesen, nochmal. Gerne, mein Bruder. Not accepting the decision of the Holy Prophet is Kufr. Und was steht? Bruder, lies das. Zurück. Warte, geh rauf wieder, Bruder. Oh bitte, mein Gott. Ja, okay, und jetzt? Not accepting the decision of the Holy Prophet is Kufr. Warum? Richtig. Du musst die Entscheidung... Wenn du Mohammed seine nicht akzeptierst, ist Kufr. Warum? Jungs, und? Warum? Der Autorität. Okay. Lies vor. Warte, ganz kurz, Bruder. Ganz kurz. Deswegen mache ich nochmal Zeit. Also, the truth
Ich habe dir was gesagt, deine ganzen Jahils, die da unten sind und sagen, ja, aber Flex, du hast das nicht verstanden. Ich habe es genau richtig ausgelegt, diesen Vers, und der Tafsir hat mich bestätigt. Und dann wollt ihr sagen, Flex hat keine Ahnung. La 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 la. La 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 la. Flex always knows what he's talking about. I am studying the Quran. Hey, ich hab dir die Wahrheit gesagt, mein Freund. Ich lüge nicht. Weil wenn ich etwas lese, dann spreche ich die Wahrheit. Es ist einfach so. The truth, leave Islam, you're a pagan. Du betest einen Gott mit zwei rechten Händen. Ich habe dir den Vers genauso ausgelegt, wie Ibn Kathir es ausgelegt hat. Und ich habe nicht mal in den Tafsir reingeguckt. Bum, bum. Fertig. Bum, bum. Leute, wer das aufgenommen hat, das ist legendär. Das ist zu legendär. Das ist zu legendär. Ich habe es genauso ausgelegt wie Ibn Kathir. Mehr muss ich nicht sagen. Und ich habe nicht mal in den Tafsir reingeguckt. Bum, bum. Bum, bum. Damn, that hurts. Guck mal, der schreibt falsch. Also, Ibn Kathir ist jetzt ein Lügner, oder was? Ey, Mann, der will das einfach nicht verstehen. Egal. Ich sag nichts. Ja, okay. We're listening. Ich bin verstanden gerade, was dort stand. Was hast du daraus verstanden? Okay. Moroccan, ja. Mach nochmal groß, Moroccan, damit wir es nochmal lesen, weil er will es nicht glauben. Nochmal. Ja, mein Bruder. There we go. The truth. Warum siehst du nicht, was da steht? Okay, was bedeutet das? Was bedeutet das? Also, ich übersetze es dir, der musst du ruhig sein. Ich übersetze es. Ich verstehe, aber okay, was. Nein, du verstehst es nicht. Ich übersetze es dir nochmal. Doch, wenn jemand nicht akzeptiert, das, was Mohammed gesagt hat. Geh mal bitte auf Stumm, bitte ganz kurz, okay. Weil du verstehst es nicht. Nochmal. Not accepting the decision of the Holy Prophet is Kufr. Das heißt, wenn du seine Entscheidung laut dieser Sure, was ich dir gegeben habe, dass ich gesagt habe, er stellt sich mit Allah gleich. Wenn du die Entscheidung von Mohammed nicht akzeptierst, bist du ein Kufr. Fertig, Punkt, aus. The authority, guck mal, geh mal stumm. The authority of the Holy Prophet extends to all times. Boom, boom. Also, Mohammed macht sich mit Allah gleich. Fertig. Falsch. Fertig. Falsch. Doch. Nach welchem Gesetz hat Mohammed gerichtet? Ey Mann, der will das nicht verstehen. Egal. Nein, sag mir, warte. Nach welchem Gesetz hat Mohammed gerichtet? Darum geht es genau. Nach welchem Gesetz? Hat er nach seinem eigenen Gesetz gerichtet oder nach Gesetz Allahs? Ja, nach seinem eigenen Gesetz. Mein Freund, es geht darum, wo steht nach seinem eigenen Gesetz? Du musst die Hadiths folgen und manche Hadiths gehen auch. Ich folge Hadiths und da steht, dass Mohammed nichts von sich aus sagt, sondern das, was er hört. Ich kann nicht Konkurrenz sein, du musst Hadith akzeptieren. Also, ich habe gemerkt, es hat keinen Wert, mit dir drüber zu sprechen. Lies diesen Sure 10-mal durch und glaub mir, nach 10-mal, 20-mal wirst du verstehen, dass Mohammed sich Gott gleichstellt in diesen Sure. Deine islamischen Freunde, die hier in den Chat sind, die haben das auch verstanden. Aber natürlich werden sie nichts sagen und natürlich wird jeder versuchen, das zu verteidigen und zu lügen. Weil lügen dürft ihr ja. Sure 3, Vers 28, ja. In 2 bis 3 Fällen dürft ihr lügen, ja. In eurer Religion ist es erlaubt, ihr dürft sogar lügen, ja. Ich habe dir den Vers gegeben, Mohammed stellt sich Gott gleich, ja. Und Gott hat ihn sogar, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, Allah hat ihm sogar den Befehl gegeben, er darf sogar. Das ist das Allerschlimmste. Moses hat sich niemals mit Gott gleichgestellt. Abraham hat sich niemals mit Gott sich gleichgestellt. Satan hat sich mit Gott gleichgestellt. Was ist passiert? Gott hat ihn heruntergeschmissen. Runter mit dir. Runter mit dir. Dein Mohammed stellt sich Gott gleich und dann sagt dir, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Are you serious? Are you serious? Mohammed sallallahu mit so viel Euphorie. Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit so viel Euphorie. Leute, er stellt sich Gott gleich. Darum geht das. Mann, bitte, versteht das endlich. Nicht mal böse gemeint.
Nach welchem Gesetz hat Mohammed gerichtet? Du stößt mich immer wieder und gehst die Frage nicht ein, wenn ich dich was frage. Es geht um 65, das, was du sagst, das interessiert mich nicht. Wenn ich richte und richte von mir selbst über dich, dann stelle ich mir Gott gleich, wenn ich nach meiner eigenen Gesetze richte. Wenn ich du nach hast mich immer noch nicht Gesetze, verstanden. Nein, nein, warte. Wenn ich nach Gottes Gesetz richte. Vers geht es darum, dass er die Erlaubnis bekommen hat. Du verstehst es immer. Nach welchem Gesetz hat er gerichtet? Von wem hat er die Erlaubnis bekommen? Hier. God-given authority. God-given authority. Ja, er hat ihm Autorität gegeben, dass er richtet. Aber mit welchem Gesetz? Er hat nach Koran. Der könnte selber seine Sachen finden. Allahs Wort hat er gerichtet. Okay, dann lies uns mal den Tafsir. Wir machen Moroccan groß und der Tafsir erklärt das. Bitte schön, okay. Dann lesen wir. Wenn du sagst nach Gesetzen, schauen wir mal, ob es nach den Gesetzen geht. Okay. Ja. Also, lies uns ganz laut vor den Schuh. Warte, ich sehe nicht alles, weil es zur Hälfte ist. Okay, the Holy Prophet is himself is exerciser of God-given authority over his community in his bisschen rechts. Over his capacity as dann links wieder, weil man sieht nicht ganze Display. Nein, links. Gott man gibt sieht einfach Mohammed die Autorität. Alter, das ist heftig. Ey, Allah gibt Mohammed einfach die Autorität. Genau. Nach welchem Gesetz richtet er? Was? Du sagst sogar noch genau. Ja. Ey, wenn das Allah ihm die Autorität gegeben hat, hat nach die welchem Macht. Gesetz richtet er? Er gibt einfach, Gott gibt einfach Mohammed die Macht zu richten. Alles ist dein Ernst? Ja. Der sagt sogar noch ja. Was widerspricht das? Was widerspricht das? Sag mal. Der Prophet, gibt the final verdict. Alles, was der Prophet sagt, musst du machen, egal was. Egal. Ja, was. Sicher. Weil er von Allah spricht. Würdest du auch eine Fliege in ein Getränk reinmachen und dann ein Getränk trinken? Hey, Mann. Lies mal über die medizinische, biologische Dings der Wissenschaft und so alles, was sie rausgefunden haben. Dann also, Mohammed war ein Scheinheiliger, soll ich dir zeigen. Ja. Lass mal lesen. Deine Mediziner sind auch Scheinheiliger, ne? Bruder, guck mal. Das kennt jeder hier, ja? The Messenger of Allah married me when I was 6, they consummated the marriage when I was 9, and I used to play with dolls. This is wichtig. This is wichtig. And I used to play with dolls. Okay. Sag ich. Ich spiele noch immer PlayStation. Was ist das schlimm? The playing with dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. Okay. Und wo steht, dass Mohammed sie hier geheiratet hat? In dem vorigen Hadith? Consumed the marriage with 9. Okay. Aber wo steht im vorigen Hadith? Warte. Ich gehe noch weiter. Du denkst. Warte. Aisha, also du meinst... Weiß, Aisha, warte. Ja. Jeder weiß, Aisha ist die Tochter von Abu Bakr. Host, kannst du mich wieder hochmachen? Ich wurde angerufen. Okay. Kein Problem. Warum wird man doppelt? Dreifach über die ganze Zeit. Okay. Brat, wie ist dein Name? The Truth. Mein Name ist Shamil. Shamil? Ja. Shamil, Bruder, pass auf. Bitte. Ich kenne eure Mentalität. Ja. Du kommst aus Dagestan. Genau, ja. Du kommst aus Dagestan. Weißt du, was hier das Problem ist? Wir können hier noch stundenlang diskutieren. Ich kenne euch sehr gut. Ich bin mit Russen aufgewachsen und ich kenne diese ganze Region. Ich weiß, wie ihr tickt. Ihr seid nicht viel anders als wir Albaner. Weißt du, was dir im Weg steht, Bruderherz? Und das ist nicht mal böse gemeint. Du bist sehr, sehr, sehr respektvoll. Aber ich kenne die Dagestaner nur so, muss ich sagen. Und die Tschetschenen auch. Die meisten, nicht alle. Weißt du, was dir im Weg steht? Was auch den Pharisäern im Weg gestanden hat. Die wussten sehr viel. Sehr, sehr viel. Das waren die größten Schriftgelehrten. Aber sie hatten Stolz, Bruder. Und das habt ihr auch. Ihr würdet lieber sterben,
als es anzunehmen aus Stolzes wegen. Nicht, weil es richtig oder falsch ist. Einfach, weil ihr auf diese Position beharrt, wegen dem Stolz, Bruder. Nein, nein, Bruder, da liegst du falsch. Bruder, ich falsch. Kenne euch, Bruderherz. Nein, nein, du kennst mich bitte. Nicht. Du kennst mich nicht. Bruder. Du brauchst nicht sagen, dass du mich kennst. Bruderherz. Ich mache nichts, schau, ich mache nichts aus Stolz, was Religion angeht. Nichts. Bruderherz, ganz kurz, guck mal. Es wurden dir so viele Sachen gesagt, wirklich gezeigt. Und wirklich jetzt, wir sind jetzt hier auch viele Christen, ich bin Ex-Muslim. Aber wir bleiben alle respektvoll. Und mir so ist auch ehrlich gesagt, ganz kurz, mir ist ehrlich gesagt auch unangenehm, weil wir so viele sind. Aber wir bleiben höflich. Wir sind keine Wölfe, die jetzt draufspringen. Ich will dir nur sagen, hör auf mich. Bitte nimm die Bibel nur aus Interesse. Bitte nimm die Bibel und fang mit dem Neuen Testament einfach mal an zu lesen. Aus Interesse, nur aus Interesse. Bitte. Ich bitte dich vom ganzen Herzen, wie ich es getan habe, wie ich es getan habe. Lies es nur und guck selber, ohne auf irgendjemanden zu hören, guck selber, genau, was du fühlst. Bitte, ich bitte dich vom ganzen Herzen, mein Bruder. Du bist mein Bruder. Du wirst einen anderen Unterschied machen. Ich habe es gelesen. Und ich sage, Wallahi, ich habe es gelesen. Und wisst ihr, was ich gefühlt habe? Reine Verzweiflung. Wallahi, ich nehme Allah, ich nehme Gott als Zeuge für mich. Und das ist für uns ganz streng, wenn wir lügen. Ich nehme ihm als Zeuge, dass ich nichts außer Verzweiflung gefühlt habe. Aber Bruder, eine Frage, okay? Bitte. Wenn du mir heute dein Wort gibst, ja, was, ja, keine Ahnung, dass du morgen, was weiß ich, mein Auto zur Werkstatt gibst, fährst. Mhm. Und du gibst mir dein Wort und ihr seid streng in dem. Ja. Du gibst mir dein Wort. Ist dieses Wort von dir? Kannst du dein Wort von dir trennen, Bruder? Jetzt ehrlich. Kannst du dein Wort von dir trennen? Von mir trennen, indem ich es sage und weitergebe? Nein, 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 nein. Du sagst dein Wort, das ist genau dein Wort. Kannst du dein Wort von dir trennen? Es ist dein Wort. Ja, mein Wort ist bei mir. Ja, also, ja. Bruder, siehst du, so einfach ist es. Du hast es mehrmals bestätigt. Und so ist das auch mit Vater und Sohn. Der Sohn, sein Wort wurde Fleisch. Okay, und man okay, kann ihn aber nicht vom Vater trennen. Thema. Oh Mann. Nein, Bruder, es dreht sich immer um dasselbe. Okay, warte. Wenn ich jetzt mein Wort dir weitergebe und sage, jetzt bist du mein Wort, geh und sage Flex, dass ich so und so gesagt habe. Bist du ich oder nicht? Bruder, nein, dein Wort bleibt bei dir. Es ist ja. Aber du, ich habe dir gerade mein Wort übergeben und habe gesagt, richte das am Flex weiter. Bruder, du bist kannst du mir nicht dein nicht? Wort übergeben. Es ist dein Wort. Egal, es wie du es übergibst, es kommt von dir. Genau. Es kommt doch was von hat Jesus dir. Gesagt? Was hat Jesus gesagt? Die Werke, die ich tue, sind nicht meine Werke, sondern des Vaters. Das heißt, wenn ich dir mein Wort übergebe und sage, frag dich, ich weiß, wie du heißt, ich sage mal, frag dich. Wenn ich sage, frag dich, geh und richte an Flex meine Wörter. Du bist jetzt mein Wort, ich übergebe es dir. Du bist mein Wort, richte es an Flex. Bist du ich oder sind wir dennoch verschieden? Oder wir sind verschieden, aber dein Wort. Siehst du, okay. Warte, jetzt, wenn ich weiß, warte, wenn ich in diesem Moment, wo du beim Flex bist und du redest, ja, ich habe ein Auto bekommen, es ist ein rotes Auto und ich rufe dich an und sage, hey, ich habe ein Auto, habe aber die Farbe nicht genannt. Jetzt frag dich Flex, welche Farbe ist das Auto? Du hast gesagt, ja, er hat ein Auto bekommen und so. Flex fragt dich, welches Auto ist das, welche Farbe ist das? Du sagst, das weiß nicht ich, das weiß nur Shamil. Was bedeutet das? Oder indem wir nicht gleich sind. Wir sind nicht gleich. Das hatten wir schon vor dir genau geklärt. Ich weiß, er sagt immer, dass es dass mit Nichtwissen ist gemeint, dass er das nicht weitergeben möchte und so weiter, weil er das nicht durfte, weil nur Vater darf das und dies und das. Aber das ist falsch. Es gibt ja immer Sätze und aus dem Kontext eines Satzes können wir feststellen, was damit gemeint ist, ob er wirklich nicht wusste oder ob er nur einfach nicht sagen möchte.
Guck mal, ich mach das jetzt viel, viel einfacher. Ich denke, wir machen viel zu viel rum. Aber ich werde nur eine letzte Sache wirklich mit dir machen. Und wenn du das mit Krampf noch verteidigen möchtest, dann bist du sowieso schon verloren, ja? Nein, für mich ist jetzt wichtig, weißt du was, Flex? Du springst wieder mal zu anderen Thema. Für mich ist wichtig, nein, ich springe nicht, zum anderen Thema. The truth. Ich weiß, aber er ist gerade zu anderen Thema gesprungen. Jetzt willst du wieder mal zu anderen Thema. Warum? Nein, ich will. Und das versuchst du auf Krampf zu verteidigen. Er gibt einfach einen Menschen die Macht zu richten. Verstehst du es nicht? Alter, welcher Gott gibt einem Menschen die gesamte Macht zu richten? Hallo, werd wach. The truth, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Allah gibt ihm, ey Mann. Wir haben das zusammen gelesen. Allah gibt einem Menschen einfach die Macht zu richten. Ich habe so lange Geduld, aber wir brauchen nicht mehr darüber reden. Du willst es auf Krampf noch verteidigen. Nach welchem Gesetz hat er gerichtet? Es geht mir nur darum, dass Allah ihm die Macht gegeben hat zu richten. Darum geht es mir. Ob Gesetze, egal was, er hat ihm trotzdem die Macht gegeben. Für mich ist das Thema erledigt. Ja, für mich ist das Thema erledigt. Gott hat ihm die Kraft gegeben, die Macht gegeben, zu richten. Und das ist schon mal falsch, weil Gott gibt niemanden die Macht zu richten. Denn Gott ist der, der richtet. Das Thema ist beendet. Eine Sache noch und dann, ey, wir sind fertig, the truth. Ja? Wenn du in Lügen leben willst, leb in Lügen. Aber ich habe dir die Wahrheit gesagt. Kann so. Ich noch was zeigen? Das zu Ende bringen. Gleich, Bruder. Eine letzte Sache will ich kurz mit ihm machen. Ja. Beantworte mir die Frage. Passiert irgendwas ohne Gottes Erlaubnis? Deswegen will ich ja darauf hinaus, was du gerade sagst über Mohammed. Passiert irgendwas ohne Gottes Erlaubnis? Es hat keinen Wert. Ich habe es dir schon erklärt. Es hat keinen Wert, darüber zu reden. Nein, aber schau, warte. Du gehst nicht auf die Antwort ein. Vorbei, du willst nicht antworten. Es weißt ist du, warum? Egal, nein, das Problem ist, meine Antworten passen dir nicht. Es zerstört komplett, was du gerade sagst. Beantworte mir, passiert irgendwas ohne Gottes Erlaubnis? Ja oder nein? Antwort ja, an. Aber nicht die Macht, jemanden zu geben. Okay, warte. Es passiert nichts ohne Gottes Erlaubnis. Warte, schau, worauf ich hinaus will. Hör mal zu. Es passiert nichts ohne Gottes Erlaubnis. Das heißt, wenn heute ein Mensch Richter wird, im Gerichtssaal, der über einem anderen Mensch richtet, über das, was er getan hat, hat er die Macht von Gott bekommen zu richten. Weil wenn der Gott es nicht wollte, würde er hat der Richter, sein. Der im Gerichtssaal sitzt, hat der Richter, der im Gerichtssaal sitzt, die Macht von Gott bekommen zu richten? Von wem sonst? Wer hat ihm Erlaubnis gegeben? Also der Richter, der im Gerichtssaal sitzt, hat die Macht von Gott bekommen, da zu richten im Gerichtssaal? Was redest du? Nein, schau. Wer hat ihm erlaubt? Lach nicht so, ich weiß, du bist gerade gestresst, aber lach nicht so. Wer hat ihm erlaubt zu richten? Nein, warte, Eliana, warte kurz. Schau, Flex, wer hat den Menschen erlaubt, in diesem Stuhl im Gerichtssaal zu sitzen und über andere zu richten? Lass mal diese menschlichen Beispiele. Du hast jetzt gesagt, dass Mohammed die Scharia von Allah bekommen hat, um zu richten, korrekt? Warte ganz kurz, Elia, wir kommen gleich dazu. Das ist na, bleib mal okay, bitte bei Elia. Nein, Elia, warte. Er soll einfach antworten. Wer hat Erlaubnis gegeben, diese Menschen? The truth. Wir glauben nicht an Qadr. Wir glauben nicht an Qadr, wie ihr Muslime. Nein, von eurer Seite, von christlicher Seite. Ja, der hat selber. Flex hat gerade gesagt, passiert nichts ohne Gottes Erlaubnis. Ja, er hat studiert, er wurde Richter. Aber wir glauben nicht an Qadr, wie ihr. Nein, schau, es ist egal, ob er studiert hat oder nicht. Wer hat ihm die Erlaubnis gegeben, in diesem Stuhl zu sitzen und der über Staat, andere Menschen zu der richten? Der Staat, sein Studiengangslehrer, vielleicht, derjenige, der den Abschluss gegeben hat. Der. Obwohl Gott es nicht diese Macht gegeben hat. Was hat jetzt der Staat mit Gott zu tun? Warte. Was hat der Staat mit Gott zu tun? Okay, also er sagt. Was hat der Staat mit Gott zu tun? Ja, das war was hat der auch. Staat Amber, mit Gott zu tun? Jetzt nagel ich dich da fest, weil du hast etwas jetzt in dem... Das heißt, er meint, er hat die Erlaubnis nicht bekommen. Was hat der Staat mit Gott zu tun? Warte, es heißt, er hat die Erlaubnis von Gott nicht bekommen. Was hat der Staat mit Gott zu tun? Antworte mir mal, du antwortest nicht. Was hat der Staat mit Gott zu tun? Das musst du ihn fragen. Das hat er gerade gesagt, die Staat und die Lehre. Was hat der Staat mit Gott zu tun?
Oh mein Gott. Wer hat dem Richter Erlaubnis gegeben? Was hat der Staat mit Gott zu tun? Das ist ein Gott der Stadt. Gott hat die Stadt überhaupt erschaffen. Wer okay, das heißt also, Richter, okay, stopp. Also. Wer okay. hat dem Richter die Erlaubnis gegeben, zu richten? Warum lachst du? Ey, Leute, wisst ihr was? Offiziell, ich mache jetzt eine Ausbildung, dass ich Präsident werde, dass ich mit Gott reden kann. Hey Gott, gib mir die Erlaubnis, dass ich jetzt richten kann. Hey, hallo, Allah, kannst du mir bitte die Kraft geben, dass ich richten darf? Ja, Allah, alles klar. Allah, du hast mir jetzt gerade eine Nachricht gegeben. Ich richte jetzt. Ey, was redest du, Mann, the truth? Ey, was redest du? Ey, ist das dein Ernst? Oh, das ist nicht dein Ernst. Das ist dein Ernst. Bitte, the truth. Es tut mir leid, wenn ich gerade lache. Aber du erzählst einen Unsinn. Nimm's mir bitte nicht böse. Du bist sehr respektvoll. Ja? Du bist sehr, sehr respektvoll. Du hast uns jetzt vor 400 Leuten bestätigt, der Staat redet mit Gott. Und deswegen gibt Gott den Staat diese Kraft, dass der Staat richten kann. Danke für die Bestätigung. Also gut, ab jetzt, Leute, wir müssen alle Präsident werden, dass wir mit Gott reden können, dass wir die Kraft oder die Macht von Gott bekommen, um zu richten. Dankeschön, the truth, dass du uns erleuchtet hast. Dankeschön. Elian Nathan, du kannst mit ihm weitermachen. Meine Wörter, Flex. Du verdrehst die Wörter und du gehst gerade heuchlerisch um. Richtig heuchlerisch. Das muss ich dir sagen. Wir glauben nicht an Qadr, wir glauben nicht an Allah. Hat nein, das ist egal, ob er glaubt oder nicht. Ich frage ja. Schau, Bruder, ich frage nach eurem christlichen Glauben. Ich mache dir eine Frage. Wenn jemand, sagen wir mal, er springt vom 10. Stock, denkst du, Allah hat es geschrieben? Nochmal? Denkst du, wenn jemand springt vom 10. Stock, dass Allah das geschrieben hat? Das wurde vorgeschrieben, ja. Aber ist er das selber? Es wurde so vorgeschrieben, ja. Weil Allah wusste, dass er es tut. Und er hat das schon vorausgeschrieben. Aber Allah hat nicht für ihn entschieden, dass er das machen soll. Also Allah hat nicht gesagt, du gehst und machst jetzt das. Sondern das war Entscheidung dessen Menschen, das zu machen. Nein, aber Allah hat ihm daraus nicht gehindert. Nein. Allah hat alles geschrieben. Allah hat alles geschrieben. Du glaubst an sowas. Schau, ich glaube an sowas. Allah hat alles geschrieben, aber wie? Er hat nichts geschrieben. Ich erkläre dir, was Qadr bedeutet. Wenn ich weiß, dass Qadr bedeutet, du musst es mir nicht beibringen. Ich weiß, was Qadr bedeutet. Besser als du, glaube ich. Ich glaube nicht, Bruder. Schau, wenn ich weiß, dass Flex in 2 Minuten aufsteht und geht, dann schreibe ich voraus auf einen Zettel, er steht in 2 Minuten auf und geht. Habe ich das vorgeschrieben? Ja. Habe ich ihn dazu gezwungen? Nein. Er hat es selber gemacht. Ich habe das nur vorausgeschrieben. Okay, the truth, ganz kurz bitte. Und jetzt die Frage, beantworte mir die Frage. Du kommst nicht auf die Frage. Ich will nicht andere fragen, bevor du diese nicht beantwortest. Ich habe dir die Frage schon beantwortet. Du hast nicht beantwortet. Du läufst rundherum die ganze Zeit. Ich meine es ernst. Okay, also, wir machen jetzt die Regel so. Du stellst die Frage jetzt einmal, ich beantworte sie dir und dann ist sie aber auch beendet und dann ist fertig, weil du hast es eh nicht verstanden. Aber beantworte sie bitte richtig und geh auf die Frage ein, nicht rundherum. Ich gebe dir die Frage, so wie ich... Passt. Passiert irgendwas ohne Gottes Erlaubnis? Nochmal, ja oder nein? Passiert was ohne Gottes was? Ohne Gottes Erlaubnis kann irgendwas in dieser Welt geschehen. Wenn Gott ohne Gottes möchte, Erlaubnis. Geschieht es oder nicht? Ja, aber Gott gibt dir ja nicht die Macht. Warte. Wenn Gott es möchte, geschieht es oder nicht? Wenn Gott es möchte, geschieht es. Wenn Gott es nicht möchte, passiert es natürlich nicht. Das heißt, Gott hat dem Richter Erlaubnis gegeben, zu richten. Das heißt, okay, und wer ist der Richter? Der Richter im Gerichtssaal. Hat dem Gott die Erlaubnis gegeben, zu richten? Ja oder nein? Wollte Gott, dass er richtet? Hat Gott ihm erlaubt, diese Position einzunehmen? Freier Wille. Das war sein freier Wille, Richter zu werden. Das war sein freier Wille. Du verwechselst jetzt freier Wille mit Gottes... Nein. Ich kann freier Wille haben. Ich will ein Flugzeug haben. Aber ob es mir Gott erlaubt oder nicht, ob es zulässt oder nicht, das ist schon was anderes. Weißt du, wo das große Problem bei dir ist? Du gehst wieder die Frage nicht ein. Alter, ich habe sie dir doch beantwortet. Du hast nicht beantwortet, Flex. Du, warte mal bitte ganz kurz. Ich nehme mal jetzt dein Beispiel, okay? Lass mich mal bitte kurz reden. Du hast gesagt, ich nehme jetzt dein Beispiel, ohne Gottes Erlaubnis kann keiner Richter spielen, korrekt? Ja. Okay, warum gibt es dann ungläubige Richter dann? Hat Allah dann verloren? Genau, nein, Allah hat nicht verloren.
Ja, doch. Allah hat dich verloren. Allah hat es zugelassen, aber das macht die nicht zu Götter. Was ist das? Stopp. Du hast gerade gesagt, ohne Gottes Erlaubnis setzt Gott keinen Richter ein. Aber Allah hat anscheinend verpennt und hat ungläubige Richter in deutschen Stadt eingesetzt. Das ist falsch, nein. Richtig, doch. Allah hat das erlaubt. Kleine Monafik, was ist da dann falsch? Was? Es gibt doch gar keine Scharia hier. Gibt es einen Kalif hier? Gibt es nicht. Aber das ist die Sache. Ja, also. Ihr verwechselt gerade. Nein, ich verwechsel gar nicht. Ich nehme nur dein Beispiel. Ich nehme nur dein Beispiel und habe das gegen dich jetzt verwendet. Nein. Schau, du sagst jetzt über gerechte und ungerechte Richter. Aber von wem kommt die Erlaubnis, dass er überhaupt richten kann, auch wenn er ungerecht ist? Allah sagt in Surah 5, Vers 104, Surah 5, Vers 44, wer nicht mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, ist ein Frevler. Also genau, hat Allah ungläubige Richter eingesetzt. Stimmt. Korrekt oder nicht? Korrekt, Elianaten, du hast gerade richtig den Vers genannt. Wer nicht nach Allahs Gesetz richtet, wenn nicht mit Allahs Gesetz richtet, der ist ein Frevler, Heuchler, Lügner. Aber du hast doch gerade gesagt, ohne alle Erlaubnis geschieht nichts. Also hat Allah erlaubt, Ungläubige. Allah hat ihm die Position gegeben. Aber nach was er richtet, ist seine Sache. Und wenn er ungerecht richtet, dann wird er auch im Feuer brennen. Stopp. Du hast gerade gesagt, Allah erlaubt, Menschen Richter zu spielen. Das hast du gerade gesagt. Deswegen hast du an Flex diese Frage gestellt. Genau, ich habe jetzt umgedreht. Also hat Allah ungläubige Richter eingesetzt und somit knockst du gerade deinen eigenen Allah aus. Ja, nein, Dankeschön. Ich knocke nicht aus. Das ist ein Blödsinn. Das will er nicht verstehen. Nein. Schau, es gibt gerechte und ungerechte Richter. Beide nur mit Allahs Erlaubnis bekommen diese Positionen. Sag mir, in welchem Land ist die Scharia? Komm. Jetzt gerade gibt es keine Scharia. Was willst du damit sagen? Ich habe gerade gesagt, ohne Allahs Erlaubnis wird kein Richter eingesetzt, aber in kein einziges Land gibt es ein Kalifat statt. Somit hast du Allah gerade selber ausgenockt. Ich danke dir, Stefan. Das ist Blödsinn. Nein. Dankeschön. Allah erlaubt dir, diese Position einzunehmen. Nach was Allah du richtest, erlaubt einen ungläubigen Richter, ohne nein. Nach was du richtest, hängt von dir ab. Und darauf wirst du auch von Allah gerichtet. Warte mal, hat Allah die eingesetzt, die Ungläubigen, ja oder nein? Allah hat ihnen das ermöglicht, ja. Nein, beantworte nur meine Frage. Hat Allah erlaubt, Richter zu spielen? Ja, also, ich denke, the truth, ich bin auch ganz ehrlich, mit dir hat es keinen Wert. Du redest deine Religion schön, obwohl die Dinge aber schwarz auf weiß drinne stehen. Aber auch wenn ihr sagt, wer einen Richter spielt, der ist Gott gleich. Ich glaube, der Richter im Gerichtssaal, ist der Gott gleich oder nicht? Stopp. Sag mir einen Vers jetzt. Sag mir einen einzigen Vers. Guck mal, ganz kurz, Elia. Ich lass dich auch gleich weiterreden. Ich entstumm, ich mach sogar so, dass du sogar reden kannst, Elia. Warte, oder? Du musst jetzt, die Anfrage habe ich dir geschickt, genau. Ich will nur ganz kurz was sagen und dann, Elia, kannst du ihm das sagen, weil er redet immer rein, das hat keinen Wert. Also, wenn ich dir sogar ein Hadith bringen würde, dass du im Paradies 72 Jungfrauen bekommst und eine Palme hast von einem Baum, wirst du es auch nicht glauben, obwohl es schwarz auf weiß drin steht. The truth, es hat keinen Wert, mit dir eigentlich zu reden. Ich kann dir die schlimmsten Hadithe zeigen, die sogar Sahih eingestuft sind, das würdest du nicht mal glauben. Wenn ich dir sage, du bekommst im Paradies 72 Jungfrauen, das würdest du auch nicht glauben. Du würdest sagen, nee, das sind 72 Affen, damit ist was anderes gemeint. Egal, was ich dir sagen würde. Wenn ich sage 72 Frauen, sagst du, nein, falsch, 72 Affen sind damit gemeint. Also egal, was ich dir eigentlich sage. Ja, wenn ich dir sage, dass du hast dann eine Kraft von 100 Mann, wirst du sagen, nein, das ist eine 100-Mann-Armee. Ja, du redest es dir so schön, wie du es möchtest, obwohl die Dinge schwarz auf weiß da drinnen stehen. Ich habe einen Vers ausgelegt, ich habe den Vers so perfekt ausgelegt und bei Ibn Kathir kam genau das Gleiche raus, genau so, wie ich es ausgelegt habe. Und ich habe nicht mal nach dem Vers gegoogelt oder so oder beispielsweise den Tafsir eingegeben oder so, aber ich habe es genau perfekt ausgelegt. Ja, weil die Sachen musst du lesen und verstehen und nicht einfach lesen und das, was dir gerade gefällt, sagen. Das ist falsch. So legt man einen Vers nicht aus. Du musst den Vers auslegen, so wie es da drin steht. Ganz einfach. Bitte, Elia, du danke. Also, ich möchte ganz kurz mal zu den True kommen. Er hat ja quasi, ich bin gerade erstmal reingekommen, nur dass ich nur verstehe. Er vergleicht Mohammed mit der Scharia mit Jesus, dass er am jüngsten Tag richten wird, korrekt? Ja.
Okay, warum kann man diesen Vergleich nicht ziehen? Der True, ich frage dich jetzt, wenn du mir jetzt einen einzigen Vers zeigst, im Islam, in der Hadithen, hast du die ganze Debatte gewonnen. Ich stelle dir jetzt eine Herausforderung. Zeig mir einen einzigen Vers, dass Mohammed gesagt hat, alles, was Allah tut, tue ich auch. Zeig mir das. Der okay. True. Ich will nur diesen einen einzigen Vers haben. Alles, was Allah tut, tut Mohammed auch. Zeig mir. Drin, dass Mohammed nicht von sich selbst spricht, sondern das, was er hört? Dankeschön. Also ist was? Jesus sagte in der Bibel, alles, was der Sohn tut, tut der Vater auch. Jetzt zeig okay. mir bitte diesen Vers. Im Islam, dass Mohammed das gesagt hat. Komm, zeig mir. Was das, was er tut nicht von selbst, sondern das, was er hört. Erster Punkt. Okay, was ist damit gemeint? Gib das, was Mohammed von Allah bekommt als Offenbarung, das tut er. Nein, das, was Jesus sagt, alles, was der Sohn tut, tut der Vater auch. A, Allah gibt ewiges Leben, korrekt? Allah gibt ewiges Leben, ja. Okay, gibt Jesus ewiges Leben? In der Bibel hat er gesagt, ja, ich gebe ewiges Leben. Das hat Jesus. Wenn du an Mohammed glaubst, erlangst du auch ewiges Leben. Ich warte doch. Genauso. Warte. Jesus sagt, ich gebe ewiges ja. Leben. Mohammed hat das niemals gesagt, ich gebe ewiges Leben. Hat er niemals gesagt. Jesus sagt, ich gebe ewiges Leben. Halten wir fest, das Wort ich gebe ist ein Unterschied, ob jemand die Botschaft von Allah hört, ja, oder ihm das weitergibt. Jesus sagt, ich gebe ewiges Leben. Allah gibt ewiges Leben. Ist Allah der Hirte? Was ist das ewige Leben? Wer warte, erlangst du ewiges Leben? Nicht was, bitte keine Philosophie. Warte. Nicht ist Philosophie. Ist Allah ein Hirte, ja oder nein? Was? Ist Allah ein Hirte? Ein Hirte? Ja. Der uns führt, ja. Dankeschön. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Lass mich. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Johannes 10. Okay. Sagt er. Dankeschön. So, du hast es bestätigt. Fünfter Punkt ist, wer gibt dir die Garantie, dass du im Himmel kommst? Allah, korrekt? Ja. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird das ewige Leben haben. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus sagt, ich gebe das ewige Leben. Wie erlangst du ewiges Leben? Indem du an den einzig wahren Gott glaubst. Hör doch erstmal zu. Jesus sagt, ich gebe ewiges Leben. Allah sagt, ich gebe ewiges Leben. So, genau. So, jetzt haben wir ein Riesenproblem in dieser Dogmatik. Isa sagt, er ist ein Geist von Allah. Er ist ein Wort von Allah. Zeig mir einen einzigen Vers, dass Mohammed ein Geist von Allah ist und ein Wort von Allah ist. Dann hast du die ganze Debatte gewonnen. Komm. Zwei Punkte habe ich dir zu stellen. Darf ich ganz kurz eine Sache sagen? Zeig mir, nein, bitte. Du oben, sag mal bitte leise. Nein, bitte ganz kurz auf Stumm, bitte. Niemand verletzen. Bitte, mit Respekt reden. Nicht ein sei Vers, bitte leise oder sonst Vers, was, sondern ein Vers. Zeig mir bitte, dass Mohammed gesagt hat, alles, was Allah getan hat, tue ich auch. Das zweite ist, zeig mir in den Vers, dass Mohammed gesagt hat, ich gebe ewiges Leben. Weil du hast gerade Jesus, oder nee, Warte. Im Islam, dass Mohammed das Wort Allahs ist und dass sein Geist von Allah ist. Nur wie erlangst du ewiges Leben? In der Bibel steht, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt und an den einzig wahren Gott. Ja, man muss zu ihm beten. Stop. Du verstehst meine Frage. Elia, es hat keinen Wert. Du solltest mir einen Vers zeigen, dass Mohammed gesagt hat, ich gebe ewiges Leben. Okay, pass. Ich habe dich schon verstanden. Während Moses da war. Verstanden. Nein, ich habe es verstanden. Während Mose da war und die Leute an Mose geglaubt haben und nicht an Jesus, erlangen sie ewiges Leben oder nicht? Nein, Mose hat niemals gesagt, ich gebe ewiges Leben. Warte. Also die Leute, die während Mose gelebt haben, werden nicht in den Paradies kommen? Guck mal, wie er diese Tatsache verträgt. Monafi, warte mal, die Leute, die während Moses gelebt haben. Nein, Mose hat das niemals gesagt. Okay, egal, Elia. Warte, Flex, unterbrich nicht. Flex, unterbrich bitte nicht. Wir reden mit ihm gerade und er hat was gesagt. Es hat keinen Wert. Es macht keinen Sinn. Auf jeden Fall wollte ich dir nur kurz eine Nachricht geben, The Truth. Vielen Dank, dass du da warst. Und es ist nicht so schlimm. Du kannst weiter in deine Lügen glauben. Alles gut. Wir haben das schwarz auf weiß. Ich glaube, mehr müssen wir dir nicht beweisen. Aber wenn du ins Gebet gehst, geh immer mit einer Sache und verstehe eine Sache, ja. Du betest einen Gott an, der zwei rechte Hände hat, ja. Und das machst du jeden Tag.
Ja, ich habe dir die Beweise schon gegeben. Ja, ich habe dir alles gezeigt. Dein Mohammed hat die Macht zu richten. Und dass Gott, dass Allah ihm schon die ganze Macht gegeben hat zu richten in dieser Sure, ist schon ein Knockout eigentlich für den Islam. Weil nur Gott ist derjenige, der richtet und nicht Mohammed. Ja, mehr muss man nicht sagen. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich lasse jetzt dich noch mit Elia noch ein bisschen reden. Und dann ist genug jetzt, weil ich kann nicht so viel Hirngespinst hören. Das ist zu viel. Ich kann das nicht mehr hören. So, ich bitte dich, zeig, dass Jesus gesagt hat, ich gebe ewiges Leben. Zeig mal bitte diesen Vers. Keine Philosophie. Nichts hier verdreht. Er ist rausgegangen. Ist auch okay so. Ist auch okay so. So, guck mal, es gibt keinen einzigen Vers, was er gesagt hat. Das wäre sogar Schirk in seiner islamischen Theologie. Wenn Musa gesagt hätte, ich gebe ewiges Leben. Richtig, das richtig. Das Ding ist, guck mal, ich habe ihn ja den Vers perfekt ausgelegt. Und das Lustige an der Sache ist, Elia, Bruder, ich habe nicht mal in den Ibn Kathir reingeguckt. Und dann öffnen wir Ibn Kathir. Der Bruder, Morocaine, kannst du mir das bitte bestätigen, was ich sage? Ja, mein Bruder. Leute, darf ich bitte eine Sache sagen, weil ich muss auch wieder runter. Ja, was gibt's denn? Ich will euch mal in einer Sache widerlegen. Ihr sagt, Jesus ist euer Gott, er nimmt eure Sünden. Ich weiß gar nicht. Richtig? Du sagst betet einen Gott. Alle gehen stumm, ich rede nur mit sie, alles gut. Wir hören sie zu. Euer Gott hat Hände und Füße, euer Gott ist ein Mensch, wenn man danach geht. Die erste Sache. Die zweite Sache ist, ihr sagt, Jesus nimmt eure ganzen Sünden auf, weil er sich für euch opfert. Ja, nee, wie lächerlich muss das sein? Ein Mensch nimmt eure ganzen Sünden auf. Naja, aber lächerlich und ihr habt ist doch einen Freifahrtschein. Nein, nein, alles gut, Elia. Elia, alles gut, ich mach das. Und ihr habt einen Freifahrtschein, okay? Ihr dürft Sünden. Elia, ich höre nichts. Elia, ganz kurz, ich höre nichts. Elia, ich rede doch gerade. Lass sie reden, dann rede ich, Elia, dann kannst du auch reden. Dein Allah ist lächerlich, okay? Boah, Jo, Maul, Mann, mit dir rede ich nicht. Nein, alles gut, keine Beleidigung. Alles gut, wir hören zu. Ja, der redet dazu. Dann rede auch vernünftig, dein Gott ist nicht. Alles gut, Elia, ich mach das, den kannst du auch gleich reden. Okay, alles gut. Ich wollte euch nur die Sache sagen, ihr glaubt an eure Menschen, der eure ganze Okay, Suchen wir machen das, wir machen das ganz schnell. Beschwerst du dich? Bitte, Elia, bitte, lass sie kurz reden. Steht, dass unser Gott Hände und Füße hat, aber ihr betet einen Mensch an. Alles klar, danke schön. Dann musst du. Nein, nein, bleib hier, geh nicht weg, bitte, bleib mal hier, bitte. Hab ich ja doch gesagt, Lema, die weißt du, wo das Also ganz kurz, Leute, geht mal bitte alle auf stumm, dass ich das kurz machen kann, weil ich zeig, dass dein Gott zwei rechte Hände hat, ganz kurz. Bitte alle kurz auf stumm gehen, ganz kurz. Ganz kurz nur, ganz kurz. Elia, du kannst reinkommen, komm doch wieder rein, der ist wieder rausgegangen, Ganz kurz. Wir machen das jetzt einfach. Also, Leute, wollt ihr sehen, dass Allah zwei rechte Hände hat? Ich zeig's euch. Also, wir machen das jetzt einfach. Heute beweisen wir mal die Muslime, dass Allah zwei rechte Hände hat. Ja, ja, schönen Abend. Ich zeig's dir jetzt, was dein Gott für Hände hat. So, jetzt gucken wir mal. Scheiße, jetzt spackt auch noch mein Internet. Katastrophe. So. So, da haben wir es doch. Aber es ladet zu lange. So, Leute, ich zeige euch, dass Allah zwei rechte Hände hat. Ne? Ganz kurz. So. Also, jetzt bin ich mal ganz gespannt, was die Muslime jetzt sagen. Die werden auf jeden Fall das auch noch leugnen. Also, Morocaine, Bruder. Sahih ist doch authentisch, oder? Sahih Darussalam. Darussalam ist die größte Autorität in Saudi-Arabien sogar, die alles publishen. Aha, okay. Also, heute beweise ich euch, dass ihr Götzendiener seid, okay? The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, those who are just and fair will be with Allah, the Most High, of thrones, of light, and the right hand of the Most Merciful. The right hand of the Most Merciful. Es geht noch weiter. And those who are just in their rulings and in their dealings with their families and those of whom they are in charge.
Muhammad, one of the narrators, said in his hadith, and both of his hands are right hands. Allah hat zwei rechte Hände. Pagans, you guys are pagans. And both of his hands are right hands. Allah hat einfach zwei rechte Hände. Both of his hands are right hands. Both of his hands are right hands. Bitteschön. Also, ich mach's jetzt noch viel, viel einfacher. So, wenn die Leute in der Kaaba gehen, werfen sie sich doch vor der Kaaba nieder. Nummer eins. Nummer zwei, sie wissen ganz genau, ja, sie küssen den schwarzen Stein. Nummer zwei. Nummer drei, Allah hat zwei rechte Hände. So, Moroccan, wie viel ist 3 plus 1? 2 plus 1, sorry. 3? 3? 2 plus 1 sind wie viel? 3, mein Bruder. Okay, was ist Tauhid? Tauhid ist, eigentlich, weißt du, was Tauhid ist? Tauhid heißt nicht Monotheismus, sondern alles in eins machen. Alles in eins, so. Ja, ich habe dir ja drei Sachen aufgezählt. So, there are pagans. Offiziell Götzendiener. Ja, eindeutig. Oh Mann, ey. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also, hey, egal, ich sag jetzt nichts, Mann. Das ist zu viel. Also, er hat zwei rechte Hände. Ja, also, meine lieben Muslime, ich hoffe, ihr kehrt um. Ja, jedes Mal, wenn ihr ins Gebet geht, ihr betet einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. Ne? Und ich bin auch ganz ehrlich, nimmt das bitte ernst. Ja, nimmt das bitte ernst. Ihr betet einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. Und ich denke, mehr muss ich nicht beweisen. Ja, die Muslime werden sagen, nein, das stimmt nicht, das steht nicht da drinne. Ich habe es aber gezeigt. Ja, er hat zwei rechte Hände. Sogar Liebe zum Bürgergeld hat es mal bestätigt, dass Allah zwei rechte Hände hat. Das Video werde ich posten. Ich werde das Video posten. Leute, wer hat das Video, wo Liebe zum Bürgergeld gesagt hat, dass Allah zwei rechte Hände hat? Sogar ihre eigenen Leute haben das bestätigt. Liebe zum Bürgergeld hat es doch gesagt. Hat jemand das Video? Hat jemand das Video von Liebe zum Bürgergeld? Der hat sogar gesagt, dass Allah zwei rechte Hände hat. Damit die Muslime verstehen, dass wenn sie jedes Mal ins Gebet gehen, einen Gott anbeten, der zwei rechte Hände hat. So. Liebe zwei ist jetzt die Bestätigung. Ja, ja, der redet ja sehr oft davon. Deswegen. So, the truth, da bist du so. So, bin wieder da. Elia ist auch wieder da. Okay. So, der Bruder ist da. Habibi. So, Habibi, mir geht's gut. Der Elian ist rausgegangen. Ich glaube, es war ihm zu viel hier drin. Elian Nathan? Oder wen? Ja, ja, war ihm zu viel hier drin, weil die Frau, die hier drin war, hat so ein Blödsinn gelabert, das ist der Wahnsinn. Ja, wenn? Aber wie kann euer Gott, ja, wie kann euer Gott zwei rechte Hände haben? Ihr geht jedes Mal ins Gebet und betet einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. Und dann geht ihr noch in der Kaaba und tut noch den Stein küssen. Das ist Schirk. Schirk. Angepisst, weißt du das? Im Jahr 900. Nochmal was? Der Stein, der schwarze Stein, der wurde angepisst. Im Jahr 900. Ach du Scheiße. Von, weißt du, dass der Stein geklaut wurde von einer Bande, Karmatians? Du kannst darüber gucken. Ich glaube, ich weiß das, ja. Und der Typ hat den Stein kaputt gemacht und er hatte diese, du kennst diese arabische Toilette, diese Lochtoiletten, ja? Ja, ja, ja. Der hat ein Stück von diesen Steinen gemacht, wo die Füße hinkommen und er hat die Leute gezwungen, da zu gehen und drauf und diese Toilette zu nutzen halt. Für 30 Jahre. Und dann die Muslime haben es zurückgekauft von denen. Die haben es nicht mal zurückerobert. Ach du Scheiße. Ja, ja. Katastrophe, Katastrophe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist zu crazy. Das ist zu crazy. Also ich glaube, ja. Wollen wir jetzt beginnen mit der Gottheit Jesu? Ein bisschen Bibel lesen. Haben wir doch schon gemacht, Bruder. Haben wir? Wann haben wir das gemacht? Vorhin, wo Rob Christian da war. Echt? Da war ich schon aufgegangen. Da haben wir über das Evangelium Jesus Christus gesprochen. Ne?
Aber wir haben hier noch ein anderes Problem, Leute. Das möchte ich euch zeigen. Und dann, genau, ganz kurz. Ganz kurz, ich will euch jetzt mal was zeigen. Jetzt guckt mal. Also, erstmal bevor ich euch das zeige, ja, an alle, die hier drinne sind. Elia hat mir das mal gezeigt. Ich kenne das auf jeden Fall schon ziemlich lange, aber ich will euch mal was fragen. Wer produziert Sperma? Der Mann oder die Frau? Ja, ich würde das mal einen Moslem fragen. So, ich hole mal einen Moslem hoch und dann mal gucken. Ja, schauen wir mal. Weil das, was ich gezeigt habe letztes Mal. Ja, schönen guten Abend. Ich will nichts, also ich bin orthodox, ich bin keine Muslimin. Okay. Und das Ding ist, Flex, du machst, also wie soll ich das beschreiben? Musst du nochmal eine Anfrage schicken, sorry. Schick nochmal eine Anfrage, bitte. Ich habe aus Versehen. Du musst nochmal eine Anfrage schicken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Du kannst den Muslimen einfach, wie soll ich das beschreiben? Die werden das sowieso nicht verstehen. Verstehst du das? Die werden immer wieder Wörter finden, obwohl die dann am Ende mundtot sind und dann nichts zu sagen haben. So, die fünf Säulen des Islams, zum Beispiel die Mekke, die müssen dafür Geld bezahlen, über 7.000, 8.000 Euro, um überhaupt dahin zu gehen. Und das nennen die dann Muslime. Digga, Saudi-Arabien, so, wie soll ich dir das beschreiben? Ich laber vielleicht jetzt nur Driss in euren Augen, aber sogar eure, von den fünf Säulen, sogar das verkauft man mit Geld? Sollten die ja nicht eigentlich, weil der ja so friedlich ist, sagen. Das große Problem ist ja, die sind hineingeboren, die können eigentlich nichts dafür, ja. Aber die sollen dann auch wenigstens verstehen, was dahinter steckt. Darum geht es ja. Ja, also eigentlich, ich sag dir ganz ehrlich, das Einzige, was wir machen können, wir können nur für diese Menschen beten, weil erstens, wir müssen auch ehrlich sein, sie glauben an einen Gott, der zwei rechte Hände hat. Das ist schon mal sehr paradox, ja. Die beten jeden, also die beten ja fünfmal am Tag und fünfmal betest du einen Gott, der zwei rechte Hände hat und ein Schienbein, aber nur ein Schienbein. Ja, und das ist schon irgendwo traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Ja, eine Metapher. Nein, sogar euer Lieber zu Bürgergeld hat es bestätigt, dass Allah zwei rechte Hände hat. Ne, es ist einfach so. Stell dir mal vor, du gehst jeden Morgen ins Gebet, ja, und du betest einen Gott an, der zwei rechte Hände hat. Tja. Oder zum Beispiel der Mann, der eben hier drin war, du hast mich leider nicht hochgenommen, der meint ja, ein richter Gott macht das bla 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 und alles, ne? Ich hatte eine muslimische Freundin. Also der hat sehr viel Unsinn erzählt. Es ist ja nicht böse gemeint, aber der erzählt so viel Unsinn. Er verteidigt sein Buch, obwohl die Dinge schwarz auf weiß da drinne stehen. Das Und er Ding verteidigt ist, es aber trotzdem. Ich habe die, Ausbildung bei der BP abgeschlossen. Und ich hatte eine muslimische Freundin. Da wurde die ganze Zeit gesagt, ja, es ist haram, nicht bei der Polizei zu arbeiten, weil das nicht dem muslimischen Staat angehört. Warum? Weißt du warum? Die sagen Präsidente, König. Und da sind die Also die sehen wie Präsidenten als Götter, sozusagen, falsche Götter. Die Leute, wenn du dem Gesetz folgst von einem Land, die Konstitution, du betest einen anderen Gott an, weil du musst Scharia folgen. Deswegen. Ja. Oder im Iran, die Ober-Hodjas da, was sie da machen. Nur weil die kein Kopftuch tragen, dass sie. Ich dachte, der Islam ist friedlich, dass man, wenn man einen Menschen tötet, die ganze Menschheit umbringt. Wo? Das wurde geklaut. Das haben die von der jüdischen Talmud geklaut, von der Sanhedrin. Das haben die aus dem Talmud geklaut. Sanhedrin. Guck mal, und das Lustige an der ganzen Sache ist, Leute, dieser Spruch, wenn du einen Menschen therapierst, so sei es, als hättest du die gesamte Menschheit therapiert. So, Leute, wisst ihr, was das Lustige an der ganzen Geschichte ist? Das haben sie aus dem Talmud geklaut. Und wenn ich jetzt einen Moslem hochhole und ihn frage, ist das Wort Kalam im ist Koran das Wort sorry, jetzt ich fresse hier gerade Wörter, Moment. Wenn ich jetzt einen Moslem mir zum Beispiel fragen würde, ist der Koran Kalam Allah? Dann würde er sagen ja. Wenn ich jetzt einen Moslem fragen würde, ist das Wort Kalam Allah?
Dann würden sie sagen, ja. Das heißt doch Stift oder nicht, Kalam? Nein, 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 Bruder. Kalimatullah. Kalimatullah. Next, Bruder. Ja, dein Bruder. Arabisch Kalimatullah, ist so Kalimatullah. Süß, ne? Stift, Stift dein, ist Kalam. Ja, Bruder. Kalam. Ey, Flex, Kalam. Bruder, dein Arabisch ist richtig süß, muss ich sagen. Bruder, ja, sag mir nach, Kalimatullah, sag mir nach, Kalima? Kalimatullah. Richtig. Kalimatullah. Kalimatullah. Mhm. Kalimatullah. Ja, Kalimatullah, ja, okay, okay. Ja, ich muss, ist nicht so einfach, ist natürlich nicht so einfach, ist schon schwierig, ne? Mhm. Kalimatullah. Kalimatullah ist auch nicht falsch. Kalamullah, ja. Aber wenn ich jetzt einen Moslem fragen würde, ist der Koran Kalam Allah, würde er sagen ja. Dann würde ich ihn aber fragen, zweite Frage wäre dann, warum wurde dieses Wort aus dem Talmud geklaut? Boom! Das Flex, heißt also, Allah klaut Wörter aus dem Talmud. Du bist halb Araber? Ja, Wahnsinn, gell? Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Leute, ich glaube, mehr müssen wir nicht hinzufügen. Ja, das ist mehr müssen wir nicht hinzufügen. Das ist der Wahnsinn. Nee. Das ist Wahnsinn. Flex, ich habe eine Frage. Ja, Bruder. Drehe ich vielleicht die Bühne für 3 Minuten? Gerne, Bruder, gerne. Weil ich wollte vorhin ja beweisen aus dem Alten Testament, dass der Herr Jesus Christus ebenfalls im Alten Testament als Gott betitelt wird. Durch parallele Versen. Zum Beispiel lesen wir in Exodus 3,14 und er sprach, also solltest du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, also, hat mich zu euch gesandt. Bei wem höre ich mich so doppelt? Also. Ja, alles gut. Yes. Und er sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesagt. So. Genau. Und jetzt lesen wir in Johannes 8, Vers 58. Was sagt der Herr Jesus Christus? Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Boom. Erster. So. In das Buch in 1. Könige 19 von 1 bis 8. Ihr kennt alle den Propheten Elia, wo er in der Wüste war und er kein Essen bekam. Wundersame Weise bekam der Prophet Elia Brot und Wasser durch einen Engel. Und der Engel befahl den Propheten Elia, das Brot und Wasser. Der Engel befahl den Propheten Elia, das Brot und Wasser. Der Engel. Kannst du diese Beats jetzt da irgendwie stummen? Ja, ich habe sie gestummt. Danke. Alles gut, damit das nicht. Also. Weil du sehr oft angerufen, ne? Der Engel befahl den Propheten Elia, das Brot und Wasser zu essen und zu trinken, um seinen Körper zu stärken und selig ebenfalls, damit er weitermachen kann. Was sagt der Herr Jesus Christus in Johannes 6, Vers 35? Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer dürsten. Richtig. Sehr viele parallele Versen stehen da. Sehr viele. Zum Beispiel im Psalmen. Ja, Bruder. Ganz kurz, Bruder. An Beat Sister. Ich glaube, Beat Sister hat eine Frage jetzt. Beat Sister, hallo, du musst dich entstummen. Entstumm dich mal, dann kannst du auch reden. Beat Sister, du musst dich entstummen. Weil sonst hören wir dich nicht. Hört ihr mich, Leute? Weil ja, ich habe das Gefühl, dass. Ich glaube, sie hat Mikrofonprobleme gehabt. Aber. Ja, oder ich glaube, sie weiß nicht, wie das geht. Okay, oder sie weiß nicht, wie es geht. Ja, das kann sein. Du musst dich entstummen. Du hast unten bei dir ein Mikrofon. Da musst du draufdrücken. Beat Sister, du musst auf dein Mikrofon tippen. Ah, jetzt habe ich. Hört ihr mich? Ja. Hallo? Ja, wir hören dich. Was können wir denn für dich tun? Das ist schön. Hallo. Ja, hallo.
Ja, erstmal bin ich froh, dass ich überhaupt gehört werde. Das ist mein zweites Mal überhaupt bei TikTok was zu sagen. Und ich bin Okay, was können wir denn für dich tun froh. jetzt? Also eigentlich habe ich ein bisschen was zu erzählen. Ich höre ja hier sehr viele Menschen, die sich wirklich mit Religion ernsthaft beschäftigen. Und ich bin sehr glücklich, das zu hören erstmal. Ich finde das großartig, was ihr hier macht und dass ihr da so viel drüber sprecht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe eigentlich ein Profil, was sich mit Musik beschäftigt. Und ich möchte auch in meinem Profil weiterhin mich nur damit beschäftigen. Aber ihr hier seid die Menschen, die gerade diese Geschichte vielleicht meiner Meinung nach einfach hören sollten, die passiert ist, weil mir das wichtig ist, dass gläubige Menschen davon einfach was wissen. Also die Sache ist die, dass ihr so, wenn euch das nicht interessiert, dann kannst du mich gerne ausschalten und so, aber ich laufe halt wirklich für unseren Schöpfer. Seit fast 30 Jahren hier rum auf der Erde. Bin von meiner Familie verstoßen worden mit 21 Jahren und war dann mit 43 Kilo Untergewicht praktisch im Krankenhaus ohne Glaube und sollte mich da Okay. wiederfinden. Ja? Ich habe da einen starken Segen erfahren. Ich hatte ein Jahr vorher einen Zukunftstraum gehabt, einen ersten Prophezeiungstraum tatsächlich. Der hat sich dann ein ganzes Jahr lang abspielen müssen, bis ich verstanden habe, dass das so war. Musst ein bisschen Und näher am Mikrofon gehen, weil du bist echt leise. okay, so besser? So besser? Ja, Einmal ein viel bisschen. näher, dass wir dich auch richtig hören. Genau. Ja, ich habe schon extra das Headset benutzt, damit man mich gut versteht. Also die Sache ist die, damals hat das angefangen mit 21 Jahren, da ich in diesem Prophezeiungstraum mit dem dritten Auge an meinem Kopf konfrontiert wurde. Daher, davor kannte ich gar nichts darüber. Ich habe nie irgendwas darüber gehört, gesehen, gelesen oder sonst was. Ich habe einfach diesen Traum bekommen und dann habe ich mit Menschen darüber gesprochen, erstmal mit ein paar, und das war damals sehr schwierig. Also ich muss sagen, ich bin Also ich glaube, das mit dem 1974 dritten geboren. Auge und so, das ist dämonisch. Ja, das ist durchaus klar, das weiß ich. Das war auch damals tatsächlich so. Ich bin mit einer Aufgabe geboren, die mehr als dämonisch ist. Und deswegen möchte ich auch, dass Menschen das ernsthaft verstehen, was passiert ist. Denn es ist letztes Jahr, jetzt, also jetzt genau vor einem Jahr, es jährt sich am 18. März etwas. Der Fürst der Finsternis, von dem ja auch viel geredet wird und der auch im Koran vertreten ist und über den die Menschen ja wissen, dass der genauso gibt wie unseren Schöpfer. Der hat wahnsinnig viel Kraft auf der Erde gehabt und das sehr, sehr, sehr lange. Und ich Noch bin mal mit. eine Frage, bevor wir das Gespräch hier fortfahren. Bist du Christin oder bist du Ja, Satanistin? nein, ich bin Christin tatsächlich, ja. Okay. Und ja, aber ich Geschrieben musste sogar. ihn meiner, ich bin mit der Aufgabe gekommen auf diese Erde, ohne das zu wissen, sag ich jetzt. Also du kannst das natürlich auch total abtun, aber es ist tatsächlich so, dass ich ihm einen Schlag geben musste. Mit unserem Schöpfer zusammen. Ich wusste gar nichts über den Fürsten. Ich habe mich mit dem nie beschäftigt. Ich habe 28 Jahre lang einfach sauber gebetet für gute Energie. Ja, und auch dafür gebetet, dass mich so eine Scheißenergie wie die des Fürsten niemals erreicht. Und ja, ich habe das auch wirklich sehr intensiv getan, halt wirklich jedes Jahr mindestens zweimal sehr lange auch. Und ja, mir ist nicht klar gewesen, dass ich wirklich, also dass meine Gebete auch wirklich erhört worden sind. Und dass ich mit dieser Aufgabe kam, das war mir absolut nicht bewusst. Aber letztes Jahr hat sich was verändert und seitdem haben sich diese Menschen auch alle, die haben alle irgendwie einen anderen Sinn gekriegt. Und meine Aufgabe hat sich letztes Jahr zugespitzt. Ich war wirklich wie in diesem Film besessen von dem Fürst tatsächlich. Ich hatte mit beiden Seiten zu tun und bin extrem so rumgelaufen, wie man das aus den Filmen kennt. Ich konnte nicht mal mehr greifen. Also meine Hände sind aufgegangen, meine Beine waren offen. Ich hatte eine Stimme, die einfach gar nicht mehr meine war. Plötzlich lag er da richtig drauf, am 18. tatsächlich auch, wo ich das dann beenden musste. Ich bin gleichzeitig gesteuert worden von dem, wo es bei mir schon fast Richtung Krishna geht. Das wäre der Vater von Jesus. Also Jesus selbst ist ja der Sohn Gottes. Und das stimmt auch alles. Da ist überhaupt gar nichts dran zu zweifeln, ja. Es gibt aber natürlich auch noch eine etwas höhere Kraft, die ihn auch hier runtergeschickt hat. Und das hat mich Sandra wirklich kriegt schon Angst. begleitet. Sandra, bleib hier.
Ich sag euch nur, es hat mich wirklich, ich will es nur loswerden, weil es die Wahrheit ist, okay? Also das ist wirklich passiert. Und das hat mich begleitet. Ich war mit der Stimme voll von ihm. Ich habe den richtig, ich konnte nicht mehr weinen. Das kam auch noch dabei, ja? Ich habe einen großen Verlust gehabt. Es war ein Mensch aus Afrika in dem Ganzen involviert. Ich könnte euch, also das Ganze war über 2 Monate hinweg. Das ging über Februar bis März. Hat sich das richtig heftig zugespitzt. Der Afrikaner ist zurück nach Afrika, bevor das richtig losging. Und der kam hier vorher mit Ritualanhängern an und sowas alles. Also, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Das war richtig heftig. Hm? Bitte, bitte, natürlich. Ich hoffe, du bist wiedergeboren. Bist du wiedergeboren? Hast dich taufen lassen? Aber natürlich und auch nicht zum ersten Mal. Ich durfte mich in meiner Aufgabe an etwas erinnern, über das nicht ich zum ersten Mal? Möchte. Wie oft hast du dich getauft? Nicht zum ersten Mal. Nee, ich bin nicht zum ersten Mal wiedergeboren, das meine ich. Nicht zum ersten Mal wiedergeboren. Wie oft hast du dich taufen lassen? Einmal als Baby wurde ich getauft, in der Kirche, ganz normal. Ich war auch im Kirchenchor übrigens. Ich habe in der Kirche gesungen als kleines Kind. Und was ganz wichtig war, das waren die ersten 5 Lebensjahre meines Daseins, die habe ich bei meinen Großeltern verbracht. Und da habe ich jeden Abend das Vaterunser-Gespräch, Gebet gebetet. Gespräch kann ich ja auch heute tatsächlich dazu sagen, weil ich weiß, ich werde gehört. Darf ich kurz was sagen? Ja, bitte. Bitte. An die Kommentare hier, bitte lacht nicht über die Schwester. Ich kann gar nicht lesen, ich darf das nicht lesen. Warte kurz. An die Kommentare hier, bitte lacht nicht über die Schwester, an alle Christen hier, lacht sie nicht aus. Diese Schwester erzählt gerade Dinge, die sogar im realen Leben passieren können, hat nichts mit Drogen zu tun. Dämonen können Körper besessen. Ja, richtig. Dämonen sind stark. Bravo. So. Und die Schwester wurde besessen, laut ihrer Aussage wurde sie besessen. Nimmt sowas echt ernst. Also bitte lacht nicht über die Schwester und sagt nicht, das ist Drogen und so. Nein, Leute, bei allem Respekt, ich trinke kein Alkohol. Ich bin wirklich ein sehr rationaler Mensch eigentlich. Ich weiß, was du meinst. Und gerade Flex jetzt nicht so gegen dich oder so. Ne? An alle Afrikaner, ihr seid alle meine Geschwister. Gerade aber in Afrika gibt es sehr viele Voodoo-Magie. Magie. In arabischen Ländern so. Ja, sehr viele des Weiteren. Genau, und sie erzählt gerade, dass ein Afrikaner auch dabei involviert war. Und in Afrika gibt es leider sowas. Ja, bleibt ein weiterer Afrikaner ist in Afrika gibt es sehr, sehr viele. Ein weiterer Afrikaner ist während der ganzen Aktion, also bevor das richtig zugespitzt hat, auch hier durch meine Wohnung gelaufen und hat seinen Namen gerufen. Und ich habe ihn gesehen. Ich sag euch auch, ich habe ihn gesehen. Also er hat mich angesehen, sonst wüsste ich ja nicht, dass er das war. Das war der Schock meines Lebens. Ich habe hab mich so in dem Moment überhaupt überfahren gefühlt, vor der ganzen Aufgabe überfallen. Ich wusste aber soll ich dir mal was sagen? Ja? Darf ich dir was sagen? Bitte. Also ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, das müsste irgendwo, ich muss gucken nochmal, welcher Vers das war. Also wenn man anfällig ist, ja. Hörst du mich? Ja, natürlich höre ich dich. Ja, wenn man anfällig ist, ja, dann ist man angreifbar. Richtig, ja. Aber ich bin zum Glück wirklich mit der Hand Gottes unterwegs, die mich leitet und schützt und die mich auch in deinen Stream gesteckt hat. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie eine Anfrage gestellt. Das habe ich jetzt nur bei dir gemacht, wegen meiner Aufgabe und weil ich gemerkt habe, ihr seid einfach die Lobby, die das wissen sollte. So, wer das Wissen annehmen wird und nicht, das obliegt ja nicht mir. Ich kann nur eins sagen. Ich weiß, dass es momentan die Endzeit des Fürsten ist. Ich weiß, dass ich ein Portal geschlossen habe. Schwarze Seelen können nicht mehr zurückkommen. Ich weiß auch, dass viele, viele Jahre, und zwar genau 1327 Jahre bis zu diesem Zeitpunkt, schwarze Seelen wiederkommen konnten, weil es damals einen Fluch gegeben hat. Und jetzt wird es interessant für alle, die eine komische Liebesbeziehung haben. Denn ich kenne Antworten darauf, warum das so ist, die man auch nicht lesen kann. Die hängen alle mit einem Fluch zusammen von 6 Frauen. Da waren damals im Jahr 696 tatsächlich 6 Frauen. Die haben ihre Söhne verloren.
Diese Söhne sind ermordet worden, 5 sind erschossen worden, einer ist abgestochen worden. Diese Frauen sind leider nicht mehr glücklich geworden und sind tatsächlich sehr böse Hexen damals geworden. Die haben sich zusammengetan und haben halt die Nachfolger, die Nachfahren derer, die ihre Söhne umgebracht haben, verflucht. Okay? Das heißt, die sollten nie wieder gesunde Liebesbeziehungen führen. Das ist alles gebrochen worden. Im letzten Beate Jahr. Oder Beat? Beat-Sister eigentlich. Beat-Sister. Sagt man. Wo war darf ich dir, darf ich dir kurz was sagen? Ja, bitte. Also diese Geschichten sind, deswegen bin ich die ganze Zeit ruhig, diese Geschichten sind sehr düster und ich denke... Ja, das ist eine sehr, sehr schlechte, das ist auch was sehr Düsteres gewesen, was da weg musste von uns. Ja, also ich sag euch noch was, wisst ihr, was ich machen musste? Ich musste beten, so laut, hier auf dem Balkon. Wisst ihr, was ich machen musste? Ich habe mich hier auf den Balkon gestellt und das Vaterunser musste ich über meinen Balkon brüllen. Man hätte es eigentlich bis in die nächste Stadt hören müssen. Und unter normalen Umständen würden dann irgendwelche Leute kommen und dich dann auch abholen. Aber als das letztes Jahr passiert ist, war nichts mehr rational. Und niemand hat ganz normal reagiert. Ich habe mich hier auf meinen Balkon gestellt und dieses Gebet sehr laut gerufen. Und das war nicht alles, was ich tun musste. Ich musste Sachen machen. Ich musste draußen sogar Feuer machen an einem Ort, sag ich mal, an einem Ort, der nicht, also sag ich mal so, der, wo man das nicht machen könnte eigentlich. Also wo eigentlich die Leute drauf reagieren würden. Es hat keiner reagiert. An diesem Tag war ein Mensch bei mir, der hat mich begleitet, den habe ich auch wirklich von Gott dahingestellt gekriegt. Der hat gesagt, jetzt gehst du dahin. Der wird da auf dich warten, der wird dich begleiten. Ich habe ihn gefragt, bist du gläubig? Wir haben gar nicht über viel anderes geredet. Wir haben uns eigentlich nur darüber unterhalten, bist du gläubig? Wir haben eine Aufgabe für Gott zu erledigen, haben das gemacht. Er hat mich an dem Tag begleitet, wo der Fürst auf meiner Stimme drauf war. Er konnte das hören, also dass ich konnte meine Songs nicht singen. Ich bin ja eigentlich Musikerin. Ich konnte nicht einen meiner Songs mehr singen. Meine Stimme hat mir nicht nur nicht gehorcht, er war da drauf. Die hat überhaupt nicht mehr so geklungen wie sonst. Wir sind dann losgegangen, wir haben das gemacht und danach Bert, weg. Bert, weg danach. Bert. Bitte. Gesagt, also danach weg. Nachdem Bert, ich bitte. Meine Aufgabe beendet habe. Bert. Sister, sag Sister. Oder es, ja. Sister wäre gut. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte. Kannst du mir einen Gefallen tun? Welchen denn? Geh ins Gebet. Sollen wir zusammen einmal das Vaterunser sprechen? Kannst du dir vorstellen, dass ich das tatsächlich in meinem Kopf hatte, obwohl es so aufregend alles war, habe ich mich eine Zeile vergessen im wichtigsten Moment. Sprechen wir das zusammen einmal. Es wäre mir eine Ehre. Weil das okay, ist, das ich höre dir zu. Sprechen das einmal zusammen, ja? Weil das wünsche ich mir, dass das auch alle, die zuhören, immer mal einmal am Tag reden. Ich möchte. Okay, dann okay. Fangen wir an, ja? Vater okay. Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt dein werde Reich komme, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch wie im Himmel, Erden. So auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Also eigentlich ist der Text anders, aber ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Das ist das, was ich sprechen musste. Das ist das, was... was ich weitergeben möchte, wo Menschen... Ewigkeit zu Ewigkeit. Also der Text ist eigentlich anders, aber okay, egal, das ist jetzt nicht so schlimm. Alles gut. Ja, aber es wäre auf jeden Fall, das ist das, was ich kenne seit meiner Kindheit, dass ich das, was ich gelernt habe, ja,
und auch das, was ich sprechen musste. Und ich kann sagen, dass in dem Moment zwischen diesen Zeilen und befreie uns bitte von dem Bösen, da gab es einen Moment, der hat sich so, ich kann das gar nicht beschreiben, wie sich das angefühlt hat. Also hätte man wirklich gefühlt, dass etwas von der Atmosphäre weggeht. Ich habe gespürt, dass was richtig Krasses passiert ist. Und ja, das hat was verändert. Jetzt, nee, Marco, da gibt es noch eine zweite Version von das Vater Unser. Da gibt es nochmal das zweite. Alles gut, egal. Nein, da widerspreche ich doch auch gar nicht. Das ist ja alles richtig. Ich sag nur, es hat sich etwas verändert. Die ganzen teuflischen Seelen, die jetzt ihren Weg nicht zurückfinden zum Licht, also zu der Reinheit von Gott, wirklich. Von mir aus auch gerne können wir jetzt über Jesus da sprechen, weil da ist auf jeden Fall ein Weg, wie man reinen Glauben wiederfindet. Die Menschen, die den nicht finden und die auch, sei es nur aus Versehen, sag ich mal, für den Fürsten laufen, die kommen nicht wieder hierhin zurück. Das ist nicht wie vorher. Aber Beate, darf ich dir was sagen? Rede nicht so viel. Mein eigentlicher Name ist Sylvia übrigens. Sylvia, rede nicht so viel vom Fürst. Okay. Ja. Rede ich mehr über ihn. Extra nur so, ich würde ihn nicht beim Namen nennen wollen, weißt du? Ja, aber Jesus Christus ist unser Herr und unser Gott, genau. Deswegen sprech nicht über den Fürsten. Der Fürst, der ist sowieso schon gerichtet. Ja, wir haben ihn zum Glück jetzt in einer anderen Galaxie und in einer ganz anderen Atmosphäre verbannt. Also, und da werden ihm diese Seelen hin folgen. Das ist wirklich wahr. Ja. Die schwarzen Seelen werden dem Fürsten folgen, deswegen sage ich das auch, weil die sollen gewarnt sein, die sollen richtig anfangen zu glauben und nicht auch nur so tun, als ob oder um irgendwelchen Firlefanz streiten, das ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, sich um die Kleinigkeiten da drin zu streiten. Eigentlich wäre es mal sinnvoll, wenn wir über die ganze Welt viel mehr guten Glauben hätten, der so stark ist wie der schlechte nämlich. Das Dumme ist, dass diese schlechte Energie sich weltweit überhaupt nicht über die Gebete streitet. Die sind okay. Sich ja einig, weißt du? Wer, das muss da finde dein ich. Name noch mal? Dein Name nochmal? Mein richtiger Name ist Sylvia. Sylvia, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt sowieso eine kleine Pause, weil das ist mir sowieso gerade auch ein bisschen zu viel. Ja, reicht mir auch schon. Für mich ist das auch sehr viel Aufregung, ehrlich. Ich wollte es einfach nur an Menschen geben, die wirklich sich da sehr mit beschäftigen. Ich beobachte euch auch, ich höre euch viel zu und ich finde das wirklich toll und es fällt mir gar nicht leicht, das hier so zu erzählen. Warte. Ja. Das ist einfach für mich. Ich muss hier echt sagen, das wird mir auch langsam zu viel. Also das ist schon ein bisschen richtig so in der Richtung dunkle Energie und das ist dunkle Energie. Das war ja auch so. Das will ich euch ja sagen. Das war ja tatsächlich wahr. Ihr redet so viel darüber, was der auch teilweise für eine Power hat und hin und her. Es stimmt. Ich will euch einfach nur sagen, es ist wirklich passiert. Er hat richtig gewütet. Und was wir erleben, diese Endzeit des Fürsten, wir werden es leider nicht mehr mitkriegen, wenn es wirklich besser wird. Also gut, ich würde jetzt einfach mal eine kleine Pause machen erstmal und es steht ja auch in den Büchern drin, diese Endzeit, das sei noch gesagt. Also es steht ja in den Büchern auch drin, dass das jetzt hier diese Endzeit ist. Und es ist nicht unsere Endzeit oder die der Erde, nein. Es ist die Endzeit von diesem Scheiß. Und das muss man auch verstehen. Das bedeutet wirklich, dass danach die goldene Zeitalter-Sache kommt. Das wird wirklich eintreten. Das stimmt alles. Okay, also ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen mal eine kleine Pause. Okay, ich danke dir erstmal. Ich möchte mich noch bedanken. Ich bedanke mich. Weiterhin nicht anfragen. Ich bin froh, dass ich das mal erzählen durfte. Ja. Okay. Ja. Alles klar, danke. Elia Bruder und Morocaine. Wir machen dann später vielleicht weiter, wenn ich noch die Energie habe. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Das war wirklich dunkle Energie. Ich bin ehrlich zu euch, Leute. Deswegen war ich so ruhig, weil das, was ich gehört habe, das ist schon richtig dunkle Energie. Und deswegen, es wird mir schon zu viel. Ne? Deswegen haben wir gedacht, so ist genug jetzt. Ich brauche einfach ein bisschen Pause jetzt, Leute. Das ist echt zu viel. Ich bin ehrlich zu euch. Ich brauche echt eine Pause.
Also ich gehe jetzt halt beten. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall beten, weil das war echt viel zu viel. Ich auch. Ich ja. auch. Tatsächlich ich auch. Ja. An alle, die hier drinne sind, ich küsse eure Herzen. Ne? Ganz viel Liebe geht raus und genau. Gott segne ich liebe euch von ganzem Herzen. Ne? Und für alle, die supportet haben, vielen, vielen Dank. Und wirklich soll euch der Herr wirklich zehnfach belohnen. Und wenn die Energie noch da ist, Leute, dann komme ich noch mal in ein paar Stunden noch mal. Ne? Vielleicht komme ich noch um 0 Uhr, ne? Wenn alles passt. Aber ansonsten, bis jetzt mache ich erstmal eine Pause. Ich küsse eure Herzen. Morocaine, danke, dass du da warst. Und Elia, Bruder, wir sprechen. Ja? Danke dir, mein Bruder. Ja, Bruder, ja, okay, dann bis später. Ciao, ciao. Segne euch, Jungs. Segne euch, ciao. Ciao.